Oh, Signale, Signale. Jetzt habe ich hier noch was umgeschmissen auf dem Tisch, aber es war zum Glück ausnahmsweise mal kein Getränk, was sich irgendwie komplett über alles ergießt. Das ist doch auch mal schön. Das ist doch auch mal wieder Glück im Unglück. So, dann haben wir einen Senfigen, haben wir da, sehe ich. Exi ist da, WD40 ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Habt ihr eine Meldung gekriegt oder habt ihr hier gewartet? Hallo Martina, einen wunderschönen. Hallo Danny. Hallo, guten Abend. Alter, ich habe auch eine Meldung. Der haut eine Meldung raus. Und das, obwohl ich wie viele Videos heute hatte? 5? Alter, das glaube ich ja gar nicht. TG, Manuel, einen wunderschönen. Negan ist da, Thomas ist da, Jonas. Hi, Leute, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich bin Kreisverkehr. Ihr kennt mich aus Formaten wie Sons of the Forest oder Durchfalldöner am Donnerstag. Ah. Suprem, hallihallo. Ausnahmsweise mal nicht arbeiten. Oder bist du wieder auf der Arbeit unterwegs? Sir Lakefield hat gestalkt. Nice. Hallo Laura, einen wunderschönen guten Abend. Moon the Foxensen von Foxenstein. Da ist noch ein Manuel, so viele Manuels. Hallihallo. Max, einen wunderschönen guten Tag. Georg, ich weiß, Sven hat mir ein Bild geschickt. Sehr nice. Sehr nice. Ich hoffe, du hast dir im Ruhrgebiet wenigstens eine vernünftige Currywurst gegönnt. Weil die wirst du hier in Bayern nicht kriegen. Ah, der schreckliche Thomas ist wieder da. Yannick, ach so, du meinst diese Livestream-Ankündigungsdinger. Das Problem ist immer, ja, ich schaff's meistens nicht pünktlich. Und wenn ich jetzt Livestream auf 20 Uhr ankündige, sagen wir mal um 16 Uhr, und dann doch was dazwischen kommt, dann sitzen da vielleicht schon ein Haufen Leute und warten, dass was passiert. Und dann muss ich aber, weil, weiß ich nicht, meine Tochter sagt, Papa, du musst mir noch was vorlesen oder sonst was, und dann sitzen die ganzen Leute da und warten so umsonst. So, ne? Das ist, weiß ich nicht, da wäre dann die Enttäuschung vielleicht größer, als wenn ich einen Post mache und sage, ich komme heute Abend dann und dann online, und dann kann ich den Post notfalls nochmal löschen oder so. Das ist ja der Sinn dahinter ist also, dass wenn ich kurzfristig absage, dass dann noch viel mehr Leute die Zeit dort verbracht haben. Weißt du, weil so, wenn ich jetzt sage, ich starte so um 20 Uhr, aber ich komme halt erst um 20 nach oder um 8:30, dann kann man in der Zeit ja noch easy irgendwie was anderes machen. Oder ne, man ist dann nicht so gebunden, finde ich. Also ich persönlich dann auch, weißt du, ich, ne, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Der Rüdi, hallo, einen wunderschönen. Und Benny J. Benny JJ. Benny Jason. Das ist beides irgendwie, ne? Aber kriegt man dann nicht die Nachricht, wenn ich jetzt um 18 Uhr sage, oder ich sag mal, wenn ich um 16 Uhr sage, ich streame um 20 Uhr, kriegt man dann nicht die Nachricht schon um 16 Uhr? Ich weiß es nicht, man kann es ja mal ausprobieren irgendwann. Man kann es ja mal ausprobieren, wie gesagt, ich hatte das schon mal so im Hinterkopf, aber ich bin halt Kreis und verdrehe halt oft Dinge oder vergesse Dinge dann umzusetzen oder... So, da sind wir doch. Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe letztens überlegt, die Kamera von da nach da hinzustellen, damit sie so auf einer Höhe ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber... Ach, Thomas, es war sehr entspannt, das Vater-Tochter-Wochenende. Sehr entspannt. Wir haben sehr viele Filme geguckt.
Ich habe mir einen neuen Fernseher zugelegt, weil mit Kind und ohne Fernseher ist immer so eine Sache. Nicht nur, dass man jetzt das Kind dann vor den Fernseher hockt und es sich irgendwas anguckt, sondern ich zocke ja mit meiner Tochter auch Minecraft oder sowas. Und da habe ich keinen Bock, vom Handy aus zu spielen. Ach, wir haben einen Haufen Filme geguckt. Einen Haufen Filme. Raus aus dem Teich haben wir uns angeguckt. Wir haben Ruby taucht ab, haben wir geguckt. Dann irgendwie auf Disney Plus gibt es irgendwie so eine neue Serie, die heißt irgendwie Haley's Mission oder so. Die haben wir uns angeguckt und ich habe mir ein paar Sachen in 4K UHD angeguckt da, weil ich vorher noch keinen 4K hatte. Jetzt habe ich 4K, aber der Fernseher war 50% billiger. Da habe ich gesagt, okay, drauf geschissen. Der andere war halt knapp 15 Jahre alt. Und war halt vollkommen am Arsch. Hab meiner Tochter Trinken geklaut. So. Es macht schon Laune. Doch, Kaffeetanne. Das war ein Philips-Fernseher. 43 Zoll. Ne, 42, glaube ich, war der damals. Der hat 15 Jahre. Hat er gehalten. Er war knapp 15 Jahre alt, ja. Dieses Jahr habe ich 11 Jahre, bin ich dieses Jahr in Bayern. Und dann, der war sogar noch älter, glaube ich. Wenn ich jetzt... Letztes Jahr im Oktober war ich 10 Jahre in Bayern. Davor habe ich diese Umschulung und sowas gemacht. Davor war ich noch ein Jahr arbeitssuchend. Im ALG 1. Und davor habe ich 3,5 Jahre Ausbildung gemacht. Nee, und ein Jahr dort gearbeitet. Also ist auch nochmal zurück. Und dann noch Ausbildung gemacht. Der war noch älter. Der war sogar noch älter. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Frisur ist immer on point. Ich habe noch nie eine Frisur gemacht. Mache so, morgens, zack, bumm, fertig. Haare. Wie gesagt, ich habe da auch in meinem Podcast drüber geredet. Ich weiß nicht, was die Menschen immer mit ihren Haaren haben. So, Haare haben noch nie irgendwas Weltbewegendes oder so. Weiß ich nicht. Ich sag, bei Frauen kann ich das nachvollziehen, bei Männern finde ich es eitel. Ist einfach so. Ist einfach so. Keine Ahnung. Dann bin ich da vielleicht altmodisch oder... Aber ist so, bei Männern, die sich die Haare machen, finde ich grundsätzlich eitel. Also ich finde die nicht eitel, sondern sich die Haare zu machen, ist ein eitles Verhalten. Kein Mensch braucht Haare. Ich habe noch nie irgendwas, keine Ahnung. Weißt du, wenn so ein komischer Versicherungsmakler kommt und der eine Durcheinanderfrisur hätte, würde ich bei dem eher eine Versicherung kaufen, als bei so einer gegelten Maske. Und die meisten reichsten männlichen Personen der Welt haben eh keine Haare. Also sind Haare weder ein Zeichen von Reichtum, noch von Intelligenz, noch von irgendeiner besonderen Fähigkeit auch. Und ich gehe alle paar Monate, ne? Gehe ich mir mal die Haare abschneiden. Nö, bei mir wird das jetzt so bleiben. Bei mir wird das genauso bleiben. Das ist bei meinem Vater genauso. Es wird sehr, sehr dünn. Es ist nicht, dass hier keine Haarwurzeln mehr sind. Die sind nicht ausgefallen, die Haare. Die sind nur so dünn, dass
halt das Licht durchscheint. Und das ist genau dasselbe hat mein Vater auch. Und ja, so ist das Leben. Aber bevor ich mir jetzt da irgendwie... Und wenn ich mir überlege, dass ein Herrenhaarschnitt hier in Bayern auch in meiner Umgebung 30, 31 Euro kostet oder mittlerweile 32 Euro oder so, weiß ich nicht, ne? Meine Tochter hat mich genauso gern mit oder ohne Haare und der Rest der Menschen ist mir eigentlich mehr oder weniger scheißegal, wenn ich das mal so trocken sagen darf. Ich bin in einem Alter, wo ich auf die Meinung anderer Menschen nichts mehr geben muss und auch nicht mehr tue, weil ich mir damit sowieso schon zwei Drittel meines Lebens versaut habe und mittlerweile festgestellt habe, dass wenn sich Menschen den ganzen Tag damit beschäftigen, was andere Leute für Probleme haben, dann werden sie irgendwann in ihrem Scherbenhaufen morgens aufwachen und feststellen, dass sie sehr, sehr viel Zeit damit verschenkt haben, sich um andere Dinge zu kümmern als um sich selbst. Und bis zu der Erleuchtung lasse ich es dann halt gut sein und lasse sie ihren Weg gehen. Dumm, 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 dumm. Danke für deinen Podcast. Spricht mir aus der Seele. Oder Sascha, 31 Euro, Wahnsinn für einen Herrenhaarschnitt, oder? Gut, ich habe mein halbes Leben lang meine Haarschnitte umsonst gekriegt, weil ein Kumpel von mir Friseur ist. Und Benny J. erstmal, Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke für den Support und danke fürs Anhören meines Podcasts. Und wenn ich eins gelernt habe im Laufe meines Lebens, dann ist es, dass... Geil. Bitte alle mal einen Like da lassen. So, warte mal. Ich bin 12 Minuten online und habe jetzt 155 Euro brutto verdient. Das wäre ein Stundenlohn. Also, ich muss aufhören, Leute. Sorry. Ciao. Alter, krass, Georg. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ich bin sehr froh, dass du lebendig aus dem Ruhrpott zurückgekommen bist. Aber geil, du warst doch bei Boostburger und so und bei JP und sowas. Das ist sowas, was ich mir selbst noch nicht angeguckt habe, obwohl ich da eigentlich herkomme. Sehr, sehr geil. Freut mich für dich, dass du mal so ein bisschen raus konntest aus dem Hamsterkäfig. Damit wird der Friseur dann auch bezahlt, ja. Wie gesagt, mal gucken. Vielleicht gehe ich nächste Woche mal. Ich wollte eigentlich schon Anfang Januar gehen, da habe ich mir aber das Bein gebrochen, habe da drauf geschissen. Little Japan nach Düsseldorf. Oder Düsseldorf ist, glaube ich, so Little Japan-mäßig, oder? Ja. Oh, in Düsseldorf. Da war ich manchmal, da war ich früher oft auf dem Japan-Tag und so. Da gibt es sehr, sehr geile Ramen. Jetzt ist die Freundin mit Maschine. Ja, gut, wie gesagt, ne? Ich sag euch eins, oft sprechen Männer, andere Männer auf Haare nur an, um ihre eigene Unsicherheit gegenüber ihren Haaren irgendwie ein bisschen zu kompensieren. Um auf der einen Seite zu sagen, haha, guck mal, dir fallen auch die Haare aus, weil das halt so leid ist, was vielen, vielen, so den meisten Männern halt widerfährt. Dass das Haar dünn wird, die Ansätze gehen hoch, hier so Geheimratsecken. Aber die habe ich jetzt irgendwie nicht so extrem. Ich kriege halt eher hier diesen Priesterkranz, ne? Aber die meisten, wenn deine Haare dünner werden, dann zeigen sie so ein bisschen mit dem Finger auf dich und sagen, ah, guck mal, deine Haare sind aber auch schon dünn geworden, hä? So, du wirst aber auch schon ganz schön alt und... Naja. Ich schneide meinen Mann immer die Haare, ich bin aber Krankenschwester, aber für ihn die Paar... Ja, okay, wie gesagt... Für Menschen wie mich ist das nie ein Thema gewesen. Mir ist das egal, ob jetzt da einer an der Kasse sitzt oder ob jetzt mir einer was verkaufen will. Wenn mir einer ein Auto verkaufen will und der hat halt eine Glatze, dann... Ich kenne keinen, der jemals aus einem Autogeschäft rausgegangen ist und gesagt hat, kaufe ich jetzt nicht das Auto, weil, nee, der Verkäufer hat keine Haare.
Ja, Turkish Airlines ist so ein Ding. Das Problem ist, die entnehmen dir ja das Material dann aus dem Nacken oder so und ziehen das dann nach vorne. Aber, also ich persönlich, ich hatte das letztens auch mit Kies, wir haben da so ein bisschen drüber gequatscht, weil der hat auch so einen Haarfetisch bei sich selbst. Also ich würde Turkish Airlines alle paar Jahre in Anführungszeichen vorziehen, bevor ich Medikamente fresse. Also bevor ich jetzt Meloxidin oder wie das heißt, da gibt es noch ein paar andere in dem Bereich, ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber bevor ich mein Leben lang dieses Zeug fresse und meinen Körper mit Gift vollpumpe, würde ich eher Turkish Airlines nehmen. Und ich bin der Typ, ich habe auch schon gesagt, also wenn ich jetzt wirklich diesen Priesterkranz so kriege, dann mache ich es halt in der Mitte weg und ringsherum kämme ich es mir so nach oben, so Doc Brown mäßig. Und dann trage ich einen Kittel und alle denken, ich wäre ein verrückter Wissenschaftler und quatscht mich auch keiner krumm an. Weißt du, so, und dann habe ich meine Ruhe, dann mache ich einen auf verrückter Professor. Ja, man muss halt mitgehen, man muss Probleme nehmen und daraus Features machen. Pflegeleicht und gut. Siehst du, Rüdi, ja. Ich meine, so wo ich doch beim Militär war, zum Beispiel, habe ich auch auf 3 mm geschnitten. Ich sah zwar aus wie so ein russischer Dschungelkämpfer, aber es war halt einfach praktischer, ne? Und mein Bruder zum Beispiel, mein Bruder ist ja so ein 2 Meter Kampfkoloss mit ordentlich Gewicht auch auf der Brust, sage ich jetzt mal. Und der hat auch so dünne Haare gekriegt und so. Und der war auch der Einzige in der Familie, der helle Haare hatte, so, ne? Bis auf Bart halt, ne? So der Bart ist so dunkelblond, sag ich jetzt mal. Aber der hat dann auch, wo die Haare weggegangen sind, das war die beste Entscheidung, die er machen konnte. Der hat sich eine Glatze geschnitten und trägt jetzt halt Glatze, Vollbart, ne? Dann so Brille. Dann ziehst du dazu noch so ein Holzfällerhemd an, ist ein guter Style, sieht gut aus. War die beste Entscheidung, die er machen konnte, so, ne? Ja, genau, das Kreis-Industry-Logo noch. Kann man sich einen Kittel mit Logo machen? Das wäre eigentlich voll geil, wenn ich mir Kittel, wenn man Kittel anbieten könnte, ne? So, Leute, wo sind wir denn das letzte Mal eigentlich stehen geblieben hier? Wir sollen noch ein Reparaturkit am besten mitnehmen, aber ich habe, glaube ich, keine mehr, oder? Ah, ich weiß, warum ich die Steuerung so komisch finde, weil ich beim letzten Mal mit Controller gespielt habe. Ja, wie gesagt, Venom, aber dieses Minoxidil, du musst es halt dein Leben lang nehmen. Und eine der Nebenwirkungen ist, dass dir am Anfang der Behandlung die Haare ausfallen können. Und bei den meisten, die ich kenne, die das nehmen, ist es auch passiert. Die haben kreisrunden Haarausfall gekriegt erstmal, waren dann am Boden zerstört und jetzt müssen sie es halt ständig durchgehend und dann musst du den Rest deines Lebens, und auch wenn du es dir nur auf die Platte schmierst, du schmierst etwas auf deine Haut und dein Körper nimmt das auf und über Jahrzehnte hinweg ist alles Gift. So, irgendwann... Und das bei mir steht, mit Bluthochdruck soll man das eh nicht nehmen und ich tendiere zu einem sehr hohen Blutdruck und das wäre schon mal Punkt 1 und Punkt 2 ist, in den Nebenwirkungen steht, dass irgendwie einer von oder 10 von 1 Million Menschen können Potenzprobleme kriegen, auch von dem, was du dir oben in die Haare schmierst und keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn du dann endlich die eine Frau auf der Welt findest, die sagt, oh, du hast aber tolle Haare, willst du mit mir schlafen? Und du dann sagst, ja, sorry. Und bei meinem Glück ist genau das, was mir passieren würde. Ihr wisst, wie mein Jahr angefangen hat. Ja, trotzdem, Venom. Du bist den Rest deines Lebens daran gebunden. Sobald du aufhörst, hört auch die Wirkung auf. Und vielleicht kannst du es eines Tages, heißt es dann, naja, jetzt haben sie die Wahl, Beta-Blocker oder nichts mehr auf die Haare schmieren. Und es kostet unnötig Geld. Und klar, wenn du dich damit besser fühlst und sagst, hey, geil, ich will meine Haare unbedingt haben, dann habe ich da natürlich nichts gegen, ne? Es darf natürlich jeder machen, wie er mag. Aber ich sag ja nur, wie das für mich ist, dass halt,
Und auch wenn die Leute immer sagen, ja, du schmierst es dir nur auf den Kopf, ne? Wir wissen alle, du kannst bei Hautkontakt mit Fentanyl kannst du sterben. Und die Haut nimmt alles auf. Und wenn du das über 10, 20 Jahre machst, das ist wie beim Rauchen. Klar, wenn du 10 Jahre rauchst, ja, meine Güte, da sagt die Lunge noch nicht viel, da sagt der Körper noch nicht viel. Aber irgendwann rauchst du halt 30, 35, 40 Jahre und dann kommen morgens die Bröckchen angeflogen, ne? Auf Dauer ist alles kacke. Boah, Georg hat Ofenkäse. Ich hab so einen Typen aus Bayern, so ein Bayerisch, der macht immer so Rezepte, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Und der hat halt Nudeln gekocht. Der hat Nudeln gekocht, hat einen Ofenkäse gemacht und hat dann die Nudeln in den Ofenkäse reingemacht so und umgerührt und so. Und hat sich da, oh, das sah richtig lecker aus. Also ich glaube, das werde ich mal irgendwann ausprobieren. Das sah voll schick aus. So, haben wir noch Reparaturkits? Oder kann ich noch welche herstellen? Konnten wir nicht. Wir hatten keine Chemikalien, ne? Das war das Problem, ja. Nee, haben wir nicht. Komm, dann machen wir jetzt einfach mal eine Route, fahren los. Wir wollen ja ein bisschen reinkommen. Wir wollen ja ein bisschen reinkommen wieder ins Game, ne? Also, jetzt ist die Frage, gehen wir hier hin? Oder gehen wir mal hier hin? Aber hier ist ein Sturm in der Nähe, ein ganz böser, irgendwie Extrembedingungen. Deswegen will ich da vielleicht noch gar nicht hin. Ich würde sagen, wir fahren mal da lang. So, Delfinantenne oder welche Antenne nehmen wir denn heute mit? Delfinantenne oder Regenbogen? Regenbogen hatten wir letztes Mal, ne? Wir nehmen die Delfinantenne. Ich lade das Auto nochmal kurz durch. So. Was habe ich denn hier eigentlich in der Hand? Leg das mal weg, Kreis. Ach, das seitliche Gestell. Das konnten wir nicht anbringen, weil ich, glaube ich, diesen komischen Apparat noch nicht habe. So. Ich würde sagen, wir düsen los, gell? Manuel, einen wunderschönen guten Abend. Ja, hey, Wildhawk, wie gesagt, irgendwann ist man aus diesem Alter raus, ne? Wenn du 16 bist und irgendwie, die Kinder sagen, du hast einen kleinen Pillemann, dann nimmt man das noch ernst, weißt du? Aber irgendwann versteht man, wie ein Mensch funktioniert und dann sollte einem das auch egal sein. Und wer solche Sachen nutzt, um andere zu diffamieren, der hat halt im Erwachsenwerden-Prozess generell was verpasst. Ewige Stabilität, das ist gut. Autowracks verlassen das Squire. Alter, guck mal, haben wir einen besseren Scanner jetzt? Weil da wird einiges, ne? Anfang 40 ist anderes wichtig. Ganz genau so sieht's aus. Ganz genau so sieht's aus. Und dann kriegt man auch noch mal ein bisschen... Das ist dieses Ding, wo du entscheiden kannst zwischen ich mach was Geiles draus oder ich mach auf Midlife-Crisis. Und Midlife-Crisis lässt einen meistens auf der Stelle treten und bringt einen nicht voran. Oh, Alter, hier können wir ja richtig abluten. Hier können wir ja richtig abluten, Alter. Oh, geil, ich freue mich jetzt schon drauf. So, dann fahren wir da vorne links dann, ne? So, Leute, Liebe geht raus an alle Menschen, die schon da sind und noch kommen werden. Vielen, vielen Dank schon mal für den Support und die schöne Zeit. Und ich freue mich. Ich freue mich auf dieses schöne Spiel. Die Relikte. Oh, you know what my favorite remnant was? The record player. You remember Francis? You play records normally, but then every now and then you hear weird voices. Like that one time it was my fifth grade lunch lady. This again. You know, the sooner I get this out of my system, the sooner you can have some peace and quiet. Fine. Hey, had a girl? Oh boy. Hey, driver, listen. Jetzt sag mir nicht, dass es alles verstrahlt hier. Trust me, there are so many. Das ist ja voll hart verstrahlt hier. I'll start from the beginning. In 1964, strange objects began appearing throughout the zone. They were shabby, cast-off things that were properties. A broken microwave that froze food instead of warming it. A rusty Moment mal, eine Mikrowelle, die Essen einfriert, aber das ist an sich doch nicht schlecht. So out of place
that people were irresistibly drawn to them. Yeah, you know, like a mysterious car in the forest, right? Ja, ungefähr. Hat er was gegen mein Auto gesagt? Was ist das Problem mit meinem Auto? Guck mal, wenn ich mich beeile, wenn ich mich jetzt beeile, dann vielleicht kann ich die Strahlung ja so ein bisschen kompensieren. Oh, ne, hier strahlt's richtig ab. Aber ist da irgendwas Geiles drin? Ist da irgendwas Geiles drin? Boah, Wild Hawk, Alter. Boah, ey. Vielen Dank, danke. Danke, Wild Hawk. Vielen, vielen Dank für die Ehre, die du mir zuteil werden lässt. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte und danke für die wahnsinnig krasse Unterstützung, Wild Hawk. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr geht für euer Geld immer arbeiten und so und ihr müsst manchmal früh aufstehen und Dinge machen, die ihr vielleicht gar nicht so sehr liebt und mögt und dann gebt ihr mir davon einen großen, großen, großen Teil ab und dafür kann ich oft nicht genug danken. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wild Hawk, woher kenne ich denn, was ist denn Wild Hawks? Ist das die Wild Hawks? Ist das irgendwie, das ist doch eine Football-Mannschaft oder sowas, ne? Ich kenne nur die Mighty Ducks, die vom Eishockey, Dreiecksformation, Alter. Krasser Shit. Ich würde das Spiel, auch wenn nur 10 Leute hier wären, die ganze Woche spielen. Da kannst du von ausgehen, Burning Pea. Ihr wisst genau, Kreis, wenn Kreis Bock hat auf... Guck mal, Dings waren auch nur 150 Leute da. Teilweise nur 100. Bei hier, ihr wisst schon. Was ich letzte Woche gespielt habe. Und das habe ich auch 3 Tage gespielt, obwohl sich von Anfang an abgezeichnet hat, dass nicht viele Leute kommen, aber... Das war bei mir noch nie ausschlaggebend für, was ich langfristig spiele oder was nicht. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich bin schon wieder... Kann ich jetzt meine Kopfhörer wieder richtig aufsetzen, oder? Oh. Mach als dein Licht am Auto aus. Kostet nur... Ist das Licht noch an? Ach, deswegen war die Batterie auch im Dings die ganze Zeit leer. Und noch eine 100 gewürfelt. Boah, Leute, hier geht's richtig bergauf. Es geht bergauf. Manchmal glaube ich, ich habe einfach Zuschauer, ich weiß nicht, wie ich euch auf Dauer angelockt habe, aber ich habe halt einfach ein scheiß Glück manchmal. Manchmal habe ich einfach ein scheiß Glück. Es ist halt so. Es gehört auch viel Glück mit dazu. Kann man halt nicht anders sagen. Und dass ich halt nicht Fortnite gespielt habe mein ganzes Leben lang. Das hat vielleicht auch ein bisschen Ausschlag gegeben. Ja. 200er hintereinander? Was ist heute los mit euch, Alter? Fabrics. Wir brauchen Chemikalien. Ich brauche Chemikalien, Leute. Oder einfach nur ein geiler Typ ist. Micha, dankeschön. Das kann ich aber halt nicht beurteilen, weißt du, weil gerade in der Selbsteinschätzung liegen Menschen oft weit daneben. Und eigentlich steht es mir gar nicht selber zu, mich so zu beurteilen. Niemand will eine Fortnite-Community. Doch, es gibt ja Leute, die stehen auf übelst viel Geld und so. Oder man macht halt den Money-Glitch und macht Reaction-Videos. Das ist auch so Money-Glitch. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte noch nie Reaction-Videos von irgendwem geguckt. Robert Mark Lehmann gucke ich viel Reactions, aber nur auf Seven vs. Wild. Weil mich interessiert oft seine Expertise. Wir looten Eis am Stiel. Was ist jetzt los?
Hier ist irgendwie Gefrierbrand. Scheiße, scheiße, scheiße. Steig ein, Mann. Warum ist jetzt hier diese eklige Anomalie? Im Auto bin ich ja aber sicher, ne? Ja. Sind überall diese Kreis Industries Gebäude. Oh. Aber wir müssen halt in Gebäude rein, weil in Gebäude drin oft Chemikalien sein könnten. Oh, das ist gar kein Kotzcontainer, das ist einer von den normalen. Egal, war Gummi und so mit drin. Brauche nämlich dringendst Chemikalien. Boah, wir haben hier übelst viel Dosenfutter. Krass, krass. Leute, ich hoffe, euer Wochenende war halbwegs angenehm. Ich meine, Georg war im Ruhrpott. Besser kann es ja gar nicht mehr laufen eigentlich. Den kann ich aufmachen, ne? Mit dem Ding hier. Oh, das ist vielversprechend hier, das Gebäude. Ey, komm, das ist hier abgeschlossen gewesen. Hier muss irgendwas Gutes drin sein. Hier ist ja nichts. Echt jetzt? What? Ich hatte extremst darauf gehofft, hier Chemikalien oder so zu finden. Und hier gibt es so ein altes Klo mit Klopapier. Machen wir uns nichts vor. Es gab Zeiten, Klopapier. Wow, aber... Chemikalien gibt es ausschließlich in Laborcontainern. Das sind diese komischen da, ne? Diese... Diese futuristischen... Jetzt, wo du es sagst, habe ich auch noch nirgendwo anders welche gefunden. Aber egal, wir haben hier ja gerade einen Haufen Loot. Und das hier hat ewige Stabilität, also... Kann man Laborcontainer irgendwie auf der Karte von irgendwas unterscheiden? Also könnte man hier jetzt spontan sagen, was ein Laborcontainer ist? Das hier mit der Antenne eventuell? Könnte das ein Laborcontainer sein? Schauen wir gleich mal. Amarobus hat schon gesagt. Okay, okay. Fahren wir da gleich mal hin. Weil ich doch dann schon... Wie, was sagt mein Sprit? Warum rollt das Auto hin und her? Habe ich wieder einen Gang drin gelassen oder was? Warum kann ich den Sprit wieder nicht sehen? Das ist irgendwie kaputt. Ah, wir haben ja noch genug Saft drin. Sonst hätte ich das Auto jetzt mal näher rangeholt, aber... Oh, eine Müllperle. Chemikalien, aha. Aha. Da waren Chemikalien drin. Ich möchte ja jetzt niemandem hier zu nahe treten, aber es gibt Leute, die geschrieben haben, ausschließlich. Ausschließlich bedeutet... Für mich in der Definition. Es gibt null andere Möglichkeiten,
Chemikalien irgendwo anders außerhalb zu finden. Ich möchte niemanden anprangern, aber diese Person kann sich gerne selbst der Öffentlichkeit preisgeben. Metall ist auch wichtig fürs Auto aus Stahl. Was ist das, eine Notration? Warte mal ganz kurz, können wir denn hier... Ja, damit kriege ich jetzt auch nicht den Platz frei. Ach so, warte, die Notration hole ich aber nochmal ab gleich. Aber wir haben ja hier ewige Stabilität in dem Bereich noch, ne? Das heißt, der Sturm wird nicht so intensiv kommen. Durch diese feuchte Hose wird er kommen, ja? Das hat schon Nietzsche gesagt. So. Wir haben noch 83%. Notration nehmen wir auch mal mit fürs Auto dann noch. Alexander! Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Oh, er hat heute frei und ist dabei. Finde ich nice. Voll geil. Hast du frei und bist dabei? Zeig ich dir gern mein Ei. Am Mittag hängt es auch gerne mal frei. Na, am Körper mag ich's nicht. Es fühlt sich an, als hätte ich Gicht. So, warte, das kommt weg. Notration kommt hier rein. Aber, boah, guck mal, wie viel Essen wir gefunden haben, gell? Das ist schon eine Menge. Ich würde sagen, ich nehme mal eins. Konserve, Zustand 8. So, machen wir das Auto. Aua! Ey, der Biber, das Spiel macht auch so Laune. Also wer eine PS5 hat oder ein PC, auf dem das läuft, ich würde es mit Spaß und Freude empfehlen. Kiescher findet es nicht geil. Kiescher meint, es ist scheiße. Also Kies meint, er kommt da nicht so rein irgendwie, keine Ahnung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist für mich eins... Ich habe schon so lange nicht mehr so viel Freude an dem Spiel gehabt und so sehr darauf gewartet, endlich wieder zocken zu können. Die Sticker sind geil, oder? Eddie, hi! Wir werden heute noch schlimmere Stürme erleben als jetzt das hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und je nachdem... Na, das da hinten ist wieder verseucht. Ich frag mich nur, warum hier einige Gebäude so... War das jetzt dieses Horn, dass jetzt der Nebel kommt? Nee. Eigentlich hier steht ewige Stabilität auf der Map. Das heißt doch, dass kein Sturm kommt, oder? Solange ich nicht irgendwie rumlunse. John, das Spiel gibt's für eine PlayStation 5, gibt's das, soweit ich weiß. Kreisel, 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 fährt digital Auto, weil sonst gibt's nicht. Kein Rein. Ah, DK. Sweet, dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Boah, jetzt fängt das ja auch noch an zu regnen, oder was? Na, ich geh mal lieber weg hier.
Das Problem, ja, damit, Rüdi, genau damit hast du es im Endeffekt richtig erfasst. Weil er hier nicht so schnell durchkommt und das Spiel generell so ein bisschen slow-paced ist, hat er so ein bisschen Probleme damit. Boah, hier ist überall Matsche. Ich versuche mal über die Straße da hinten hinzukommen. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Oh, der Ursuli! Ursuli! Vielen, vielen Dank für 10 Schweizer Franken. Oh, guck mal, Ursuli! Der Heberli, jetzt hat er ein Ghostbusters-Ding. Weil wir letztes Mal noch über Ghostbusters gequatscht hatten auch. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Wege. So ein paar Chemikalien könnte ich noch gebrauchen, um ehrlich zu sein. Und dann holen wir uns einen Anker und verziehen uns. Roter Lack. Na, manchmal drücke ich einmal zu früh. Komm schon, hau mal Chemikalien jetzt raus hier. Gefahrgutschrank abgeschlossen oder was? Gas, Gaskartusche, da sind noch ein paar Chemikalien. Hier kann ich irgendwas... Wozu ist das Ding gut? Dieses Gerät erklärt sich mir noch nicht so ganz. Ich kann mich voll mit dem Spiel identifizieren. Fahr auch ein Kombi. Okay, Papa Frosty. Weiß jemand, wofür das Ding ist? Hi, Musti. Was für Candy Crush? Da kannst du Items umwandeln, ja, aber was? Zahnräder zu Klebeband. Ah. Schmeiß rein, was gelb ist und du kriegst das Grüne zurück. Ne, gelb geht aber nicht. Hier, Ente geht nicht. Hi, Lukas. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, eigentlich ist alles ganz fresh. Ich habe mal altes Gammelbein, aber ansonsten ist eigentlich ganz geil. Mal eben gucken, ob der hier hinten... Wetter wird halt unangenehm, ne? So. Jetzt kommen schon wieder diese Geräusche, diese ekligen. Also hier wäre ein Anker. Hier wäre ein Anker und ich glaube, den holen wir uns jetzt auch erstmal. Ich habe ja schon einiges... Oh, das Wetter wird aber gerade wieder schön. Der Schnauf hat nur 100 gewürfelt, ich glaub's ja gar nicht. Heute sind die Hunderter da. Tja, Venom, hä? Was machst du denn heute für eine Rechnung, hä? Für eine Antikreisrechnung.
deine Verschwörungstheorien, die ziehen nicht mehr. Die Leute verlieren den Glauben an deine Theorien. Also ich fahre bis hier vorne hin, oder? Ich fahre... Boah, da müssen wir ja quer über den Dings. Und hier stehe ich voll im Gebiet. Also ich würde sagen, wir fahren so ungefähr hier hin. Wieso ich mit offener Tür fahre? Weil ich das will. Oh nee, das ist wieder irgendwo... Oh Gott, da komme ich doch im Leben nicht hoch. Gott. Was ist los? Was ist das für ein Geräusch? Hat das was mit der Steigung zu tun? Mal ganz kurz hier. Ganz kurz hier einbremsen. Ah, habe ich schon. Habe ich schon fotografiert, okay. Weil wir müssen ja auch Sachen scannen, um Dinge freizuschalten. Komm schon. Komm schon, Auto. Das Auto. Anhalten. Nein, ich war doch fast oben. Aua. Ist meine Tür eigentlich noch offen? Oder ist sie jetzt abgefallen? Nee, ist zu. Okay, nochmal. Aber diesmal müssen wir unser Momentum behalten. Komm schon, Autoli, du schaffst das. Oh oh. Ach, guck mal, wir haben Innenraumbeleuchtung. Wusste ich gar nicht. Ach, Kacke, Mann. Ich will doch nur da hoch. Aber ich kann irgendwie nicht mehr nach links lenken, so richtig. Jetzt schon. Warum lenkt der jetzt so stark nach links? Da vielleicht? Komm wieder. Auto! Mir wird ja schlecht hier in dem Karren. Ey, vorhin hatte ich ja den perfekten Weg hier hoch. Komm schon, jetzt. Ja! Ja, ja! Ja! Oh! Komm, Stückchen noch. Kleines Stückchen noch. Du schaffst das. Ja, ja. Bäume ist egal. Natur macht uns nichts aus. Ah.
Wir sind auf der Straße. Oh, wir haben es geschafft. So, und jetzt schmeißen wir hier einen Anker rein, oder? Und heizen dann da irgendwie runter. Weil sobald ich einen Anker werfe... Weil wenn ich jetzt das Portal hier hole, dann müsste ich wieder hier hochfahren. Wenn ich den Anker noch hole. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier ein Portal reinschmeißen. Viel näher komme ich nämlich jetzt auch nicht dran. Ich glaube, ich habe einen Platten. Ich glaube, ich habe zwei Platten. Jetzt ist die Frage, fahren wir jetzt in den Wald rein? Da müssen wir. Wir müssen jetzt irgendwie durch diesen Wald kommen. Hier ist voll das krasse Gebäude. Was ist hier los? Komm schon. Okay, der rote Sturm kommt. Der rote Nebel kommt. Boah, ob ich das Ding noch... Oh. Nee, scheiß drauf. Kein stabiler Anker hier. Ist mir egal. Oh Gott, ich glaube, ich habe zwei platte Reifen oder so. Ich komme nicht mehr so schnell voran. Aber diesmal geht's. Nur das Auto wird gleich viel Liebe brauchen. Ich habe das nicht gut behandelt gerade da im Gelände. Der rote Sturm, netter Name für Blutdurchfall, ja. Puh. Krass. What's this? Are you learning a thing or two? My dear newbie, there's hope for you yet. So. Sieht schlecht aus, oder? Machen wir mal eine ganz kurze Fahrzeuganalyse. Ja, ich habe nämlich... Oh, Reifen ist platt, gell? Beide Vorderreifen. Deswegen, ich sage, das Auto ist so scheiße gefahren. Das Auto ist so scheiße gefahren. Fährt die Karre mit Dünsch? Ja, aber bleifrei. So. Batterieladen. Deswegen ist vorhin auch immer in der Garage schon die Batterie leer gegangen. So, dann gucken wir, haben wir hier neue Geräte, habe ich hier neue Sachen, die hier rein können? Nee, nichts. Farbe habe ich ein bisschen gefunden. Ja, ansonsten können wir erstmal ein bisschen was einräumen. Mülleimer gucken wir gleich, gell? Erstmal hier das Inventar ein bisschen leer machen. Ist alles voll. If you're in a bind, pay a visit to the friendly dumpster out back. I always seem to find just what I need in there. Ja, ich will jetzt erstmal kurz Zeug einräumen. Ich hatte sie zu viel im Inventar. War ein guter Loot, kann man nichts sagen. Wir haben einiges Feines und wir haben eine Müllperle gefunden und in der Müllperle da stecken manchmal geile Sachen drin. Boah, jetzt habe ich schon wieder hier die Tasche. Alter, wir haben gutes Zeug, Leute.
Die Müllperle kann ich da reinstecken. Wie kann ich denn hier... Ah, da. Oh, guck mal, was da an Chemikalien drin war. Nice. Sehr gut. Die sind für Reparaturkits unumgänglich. Leute, jetzt habe ich aber mal eine Frage. Ich hatte doch hier so ein Ding gebaut und hatte das doch hier hingelegt. Das ist ja jetzt weg. Habe ich jetzt meine Ressourcen dafür zurückbekommen? Ihr wisst doch, ich hatte doch hier so ein seitliches Ding gemacht. Wo war denn das? Irgendwo hier. Ein seitliches Gestell. Ist das in irgendeinen Spind gerutscht oder so? Oder ist das weg jetzt? Weil es nicht da rumlag. Ist weg. Irgendwer hat's gefressen. Das was, die Dosensuppe können wir im Auto lassen. Das nehme ich aber trotzdem mal mit hier. Das können wir so im Auto lassen als, Ja, wir gehen jetzt auf Stahl, aber ich will ja jetzt erstmal noch aufräumen und sortieren und auf einen Nullpunkt kommen, ne? Dann... Hi Matthias, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Weil wir haben jetzt auch ein paar Stahlplatten noch gefunden. Alter. Primitive Platte, die kann ich gleich verschrotten. Tor Odinson! Wow, geil, Plasma. Plasma mag ich. Alter, der spuckt immer noch was aus. Geil. Das war es jetzt aber, hä? Jetzt bist du alle. Ja. Cybertron hier. Warum ist das alles rausgefallen? Was? So, lalala. Jetzt schauen wir erstmal. Also wir haben Stahltüren, haben wir ja zwei Stück. Und Stahlplatte. Also würde ich sagen, und hier vorne Stoßstangen aus Stahl haben wir auch. Also brauchen wir jetzt so ein paar Platten, zwei Platten noch, zwei Türen. Erstmal. Ja, zwei Platten, zwei Türen, dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Weiter komme ich gar nicht, weil, warum? Was fehlt uns? Aber Stahltür, wir wollen die... Ich will die gern da haben. Primitive Tür, schmeißen wir erstmal dahin. Stahltür. So. Haben wir erstmal hier. Machen wir die Karre erstmal stählern heute.
Leider 21 Uhr schlafen wegen Arbeit. Ach, meine Güte. Schade. Naja. Also bis nachts um 1 werde ich heute eigentlich nicht machen können, aber... Also ich... Aber guck mal, warum ist diese Stahltür hier? Warum ist die so dunkel? Und die so hell? Weil wahrscheinlich lackiert, ne? So, primitive Platte. Bauen wir mal raus. Die hier auch. Stahlplatte. So. Stahlplatte. Aber die Reparaturkits speichert er dadurch trotzdem nicht. Ich muss ja trotzdem reparieren, wenn er kaputt geht. Stahltür. So, jetzt hätte ich hier noch zwei Platten und eine Tür. Dann hätte ich das komplette Auto stählern. Wildhawk! Danke nochmal und gute Nacht. Danke fürs Dasein. Was in dem Spiel geht, Herr von Stein? Naja... Aber du brauchst weniger. Ja, okay, du hast ja recht, Mister. Ja, ja. Fußball, die Rippe angebrochen. Oh weia. Na dann schon mal gute Besserung. Rippe ist eklig. Weil Rippe ist sowas, das kannst du halt nicht so... Weißt du, mein Bein unten so mit Fußgelenk und so, das legst du halt still, machst so einen Gips drum, fertig, ne? Oder so ein Cyberschuh, ne? So ein Cybertron-Schuh-Dingen. Aber Rippe ist halt immer kacke und beim Husten, beim Niesen, beim Atmen... Immer unangenehm. Immer unangenehm. Rippe ist unangenehm. Hatte ich auch mal vor... Oh, ist aber ewig her. Ewig her. Ich vom Baum gefallen. So. Also noch zwei Platten und eine Tür eventuell, hä? Wenn das passt. Wenn ich so viel Material habe. Tür. Platte. Ganz genau, so. Die Tür würde ich gern austauschen. Warum geht das nicht? So. Stahltür. Platte dran. Und. So. Ein stählernes Monster. Er ist eingestählt. Ich kann das Auto auch bekleben und so, aber ja. Das Bunte hier sind ja so Sticker. Ich dachte, wir holen uns jetzt erstmal hier ein bisschen Lack. Oder reparieren jetzt erstmal noch die Reifen. Reifen ist ja wichtig. Die hinten gehen noch. Ah, Moment. Stoßstange. Aha. Die Stoßstange. Die ist noch sehr primitiv. Ich wollte mal Danke sagen. Ja, freilich. Deine Videos helfen mir durch eine schwierige Zeit zu kommen. Ach, Soma, danke schön. Dank dir, euch kann ich wenigstens immer mal etwas lachen. Oh, Soma, danke. Vielen, vielen Dank, Soma. Dankeschön. Es ist mir die größte Ehre, dich durch fiese Zeiten zu begleiten und in der Zeit einen positiven Aspekt darauf zu haben. Vielen, vielen Dank, Soma. Dankeschön. Und danke für den Support. So, jetzt sind wir stählern. Jetzt sind wir stählern.
Glückwunsch, du fährst jetzt einen Volvo. Kubi, ist genau dasselbe, habe ich gerade auch gedacht. Ich sag, jetzt ist es genau dasselbe. Jetzt ist es ein Volvo. Offroad-Reifen. Ja, aber die muss ich doch irgendwie... Kann ich die herstellen? Wo haben wir den Reifen? Sommerreifen. Ich kann nur Sommerreifen herstellen zurzeit. Achso, ich wollte jetzt eh erstmal hier nochmal gucken. Eine Ausrüstungsmaschine. Was ist denn eine Materie? Dank raffinierter LIM-Technologie in einer fortschrittlichen... Kannst du in dieser Station bei Ausflügen ins Sperrgebiet Autoteile reparieren? Faxgerät, merkwürdig. Dieses Frequenzanalyse- und Extraktionsgerät sollte eigentlich gar nichts empfangen. Müsste ich aber Leiterplatten erst erforschen. Mr. Unfug! Der macht schon wieder Unfug. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für 10 Euro im Superchat. Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ihr seid krass drauf schon wieder heute. Die Reifen leveln. Leiterplatte kostet 0,4. Signalpistole, Scheinwerfer. Boah, gepanzerte... Boah, Platten mit Bleischicht. Abgeschirmte Platten. Oder brauchen wir labile Energie? Sowas haben wir noch gar nicht gefunden. Sommerreifen, Offroad-Reifen. Würde ich sagen, nehmen wir die Offroad-Reifen erstmal so als kleinen sexy Bauplan. So, haben wir die. Ausrüstungsmaschine. Geil. Boah, guck mal. Bleischütze, Labormantel, aufgemotzte Stiefel. Ein steifes Teil. Steifes Oberteil. Nullleiterpullover. Eine sehr rudimentäre Lösung gegen die Elektroschläge und Schocks, die man so im Sperrgebiet erleidet. Sie tut es für den Anfang, aber könnte definitiv noch aufgewertet werden. Isolierte Overalls. Diebessicherer Rucksack. Was ist denn ein diebessicherer Rucksack? Dieser Festverschlussrucksack dafür, dass du nichts und niemand deine Sachen stehlen kann. Dafür brauche ich aber Sumpfkorallen, Alter, sowas. Alter. Nee, Leiterplatte fehlt halt noch, ne? Aber für Leiterplatte habe ich, glaube ich, nicht mehr genug Lim, oder? Doch, 0,4 genau. Machen wir. Nehmen wir die auch noch mit. Nehmen wir die auch noch mit. Guck mal, hier leuchtet noch Loot. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Offroad-Reifen... kann ich herstellen? Gar keine, weil ich keine Zahnräder habe. Zahnräder kann ich aber herstellen. Jetzt habe ich 8. Drei, vier. Weg mit dem Ding. Das Ding auch weg. Hm.
Man wird bestohlen? Keine Ahnung, Dennis. Ich weiß nicht genau. Irgendwie können hier Dinge noch passieren, die wir noch gar nicht gesehen haben. Wir recyceln natürlich auch schön, ganz klar. So. Ich meine, das Auto ist jetzt bei 91%. Muss ich da viel reparieren? Das ist jetzt die große Frage, ob wir da... Ne, wo genau ist es denn jetzt noch? Es hat halt jetzt so seine Macken, aber... Ich mache mal ein Reparaturkit. Ich meine... Wir waren ja eh schon unterwegs für Chemikalien. Und schmier mal noch so ein bisschen Reparatur mit rein. Aber brauche ich dann prinzipiell nicht genauso viel? Weil es ist doch egal, wie viel ich repariere davon. Also ob ich jetzt... Oder geht dann mehr raus aus dem Reparaturkit? Richtet sich das nach, wie viel... Komm drauf geschissen, ich repariere jetzt hier. Das ist alles ausgetauscht. So, komm hier, das Ding noch. So. Jetzt hat, gehen wir mal, Aufkleberkit... Guck mal hier, das Aufkleberkit, das ist voll mies, dass das... Also, ne, guck mal, das Radiumflitzer, Strapazierfähigkeit 15. Das ist schon ein bisschen mies, dass du... Weil das ist ja in der Collectors Edition dabei und dass das ein Verbrauchsgegenstand ist, das ist schon ein bisschen fies. Schleuder repariert, Schleuder tauscht aus. Ja, das ist dieses Zeug, was die bei Carglass in diese... Aber nur, wenn unter 2 Euro Münze ist. Aber wie, das Spiel spielt ja in der Anomalie... Kannst du das nicht bei den Lackierungen herstellen? Wie meinst du herstellen? Fallen lassen, verschieben, ausrüsten, Farben hinzufügen? Hm. Abbeizmittel. Was ist denn Abbeizmittel? Das ist eine schnelle und vielleicht sogar sichere Methode, um Autolack zu entfernen. Vorsichtig nicht trinken, den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden, nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Jetzt ist natürlich die Frage, Regierungsgelb, roter Lack, wir haben nicht so viele Lacke, ne? Ich nehme mal regierungsgelben Lack und rüste den mal aus. Was passiert dann, wenn ich regierungsgelb lackiere? Stahlplatte. Das lasse ich schwarz. Komm, hier, mach mal so ein BVB-Auto. Schön schwarz-gelbe Karre.
Lackier ist halt rosa, habe ich nicht. Post-Volvo. Guck mal, hiervon haben wir einiges. Schwarze Streifen-Aufkleber-Kit. Sollen wir mal gucken, wie das aussieht? Auf das gelbe Ding machen wir jetzt mal einen schwarzen Streifen. Ah! Bumblebee! Es lass ich so. Pink ist Trumpf. Ich habe aber keinen Trumpf, Danny. Kein Pink. Also beides nicht. Aber wenn wir hier schon auf Bumblebee gehen... Warte mal, da habe ich noch nichts Neues. Guck mal hier. Wir nehmen mal... Obwohl, das Planetending ist das geilste, glaube ich, oder? Ach komm, wir testen es einfach mal, um es gesehen zu haben. Aber dann nehme ich das damit. So, Aufkleber. Haben wir nichts Neues, was wir jetzt brauchen, ne? Die, sind die noch drauf? Ja. Mutter und der Käsemond. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Dann räumen wir das Regal nochmal ein hier, damit wir nicht zu viel Kram mitnehmen. So. Jetzt. Gehen wir weg. Paar Dosen haben wir mit drin. Hammer haben wir mit drin. Das Teil räumen wir erstmal raus. Was ist denn das hier? Zahnräder. Wieso habe ich noch Zahnräder im Inventar? Und wo ist meine Taschenlampe hin eigentlich? Hatte ich nicht auch eine Taschenlampe? Ach, die ist hier. Okay. Die ist fast alle. Kann ich die irgendwie reparieren oder muss ich dann eine komplett neue bauen? Muss ich eine neue bauen, gell? Egal. Erstmal die Dinger weg. Kannst du Schränke bauen? Ich kann meine Spinte vergrößern. Elektriker-Kit. Großer Benzinkanister kann ich hier nicht herstellen. Mache ich aber trotzdem gleich. Also jetzt nicht hier. Zahnrad, Glühbirne. Hier. Wiederverwendbare Fackel, das Ding. Das baue ich einmal. Und nehme mir da noch eine von mit. Den Rest kann ich unterwegs bauen, ne? Den Rest kann ich unterwegs bauen. Großer Benzinkanister, wo ist der jetzt? Hier. Kann ich den direkt hier voll machen? Quatsch, hier. Kann ich den da oben reinkleben? Nö, kann ich nicht. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Dann packe ich den vielleicht doch erstmal in den Schrank. Weil so, der bringt mir ja nichts. Der bringt mir ja eh nur der kleine Notfallkanister was. Oder? Sommer, mach's gut. Ja, leider klingelt der Wecker immer früh, gell? Bei mir morgen auch um 6 wieder. 6 Uhr. Frühstück machen. Kind fertig machen. Schultasche packen und so. Das ist für meine Verhältnisse jetzt nach so langem Fenster zum Hofmodus, war da ist das schon eine Menge. Nehmen wir was trinken, ich trinke wieder zu wenig. Den großen auf den Boden legen. Ach so. Würde Sinn ergeben, auch wenn ich ihn dann mitnehme, gell? Zuweisung fallen lassen. So.
Warum hängt der da halb im Boden drin? Der kleine Kanister für Benzin, der große für Bier, ja. Naja, das ist ein Videospiel. Whisky. Können wir auch mal Whisky mitnehmen. So. Rüber damit. Futterdose packen wir damit rein. Benzinkanister können wir noch damit hinpacken. Dann passt das erstmal. So, Leute, also hier unser Bumblebee, der sieht doch schon ganz geil aus eigentlich, oder? Ich mag das. Ich mag das. Jetzt, das sieht auch gut aus. Die alte Stahlpunzel, hä? Jetzt ist die Frage, wollen wir hier hin? Weil da unten ist jetzt eh Anomalie. Das heißt, wir kommen wir dann hier durch dieses Dorf nochmal? Hier sind erzürnte Entführer. Die sind sehr aggressiv, oder? Ja, wir wollen nach da oben. Hat das Auto im Moment Wehwehchen? Hat es nicht, ne? Ich finde dieses eine halbblinde Auge von unserem Auto auch sehr schön. Samantha! Du bist very late heute dran. Hast du Mittagsschlaf gemacht? Und guck mal, Katrin ist auch da. Hallo! Oh, Katrin aus dem Stream. Was habt ihr wieder Freches gespielt? Das Karl-Dall-Auto? Ja, unser Auto hat eh keinen. Ich hatte in dem Post heute Mittag, wusste ich nicht, ob ich Betsy schreibe oder... Nuklearis Gaming Bros, wenn es irgendwann mal ein bisschen weiter gepatcht wurde, dann... Shadowrun. Ganz edel. Ganz edel, hä? Ja, ich muss da dem Atzen nochmal schreiben. Ich habe leider ein bisschen geghostet, aber ich lag halt jetzt auch wochenlang nur doof rum. Hier sind Entführer, links, rechts. Was heißt dieses links, rechts, das rosane? Aber es sind sehr viele Häuser da. Sehr viele Häuser. Bisschen gewittermäßig. Strahlung ist recht niedrig. Benzin gibt's viel. Schrottautos gibt's viel. Wie komme ich denn da jetzt hin? Muss ich erst hier hin? Um da dann hinzukommen? Oder wie? Die Links-Rechts-Anomalie. Es sind alles Anomalien. Die rosa Dinger. Okay, okay, okay. Musst alle Punkte abfahren, um da hinzukommen. Ah, okay. Das ist crazy. Also erst hier hin. Was sind das hier für... Ach, das sind diese Strom-Dinger. Ich markiere mir das mal. Würde sagen, fahren wir erstmal los. Wir haben ja eh genug Benzin in der Karre. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen hier. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich hier schon so einen Anker mitzunehmen? Oh, fies. Fies. Vielleicht zwei fiese Anomalien hier. Lasst mal gut sein, Jungs. Ist das hier ein gepanzerter Karren?
sind Stahlplatten, ne? Weil Stahlplatten mitnehmen ist natürlich immer gut. Ich war letztens in einem Dead End. Echt, das geht? Das ist krass. Da ist Plasma. Und ich weiß, dass Plasma eigentlich ganz geil ist, ne? Ja, wir nehmen hier einen so einen Anker mit, würde ich sagen. Wenn es eh auf dem Weg liegt. Und dann verpieseln wir uns hier. Und schauen, was im zweiten Gebiet dann ist. Würde ich jetzt so als spontan... Bisschen nicht sicher, ob man mit dem abpumpen kann. Naja, aber ich werde ja mit dem Kanister mein Auto füllen können. Und wir haben den ja zu Hause voll gemacht. Darum geht's ja. Was ist das da für ein... Die Tankstelle oder so, gell? Oder was? Was ist das hier? Ein Bauwerk. Rundum-Service-Schutzhütte. Ach, hier kann ich Strom aufladen und tanken. Okay, okay. Das ist an sich ja gar nicht mal scheiße, hä? So, jetzt fahren wir... Boah, fahre ich über die Straße, ist jetzt die große Frage. Fahre ich jetzt, soll ich über die Straße lieber fahren? Oder ich meine, wir haben ja jetzt Offroad-Reifen, also... Es wäre geiler, wenn ich über den Eingang gekommen wäre, ne? Da hätten wir wesentlich angenehmere... Ja, Leute, das ist ein Videospiel und... Ja, das Auto ist eine Anomalie, das haben wir ja schon erfahren quasi. So, hier geht's irgendwie lang. Diese Kante hier sieht so gerade aus. So, als würde sie uns gar nicht unbedingt gerne haben. Oh, 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 oh. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ich habe was freigeschaltet. Eventuell ist jetzt vorne rechts mein Scheinwerfer kaputt gegangen, ja? Sehe ich das richtig? Der andere Schalthebel war geiler, oder? Ja, ja. Aber wir müssen sie ja mal durchprobieren, mal ein bisschen austesten und gucken. Oh, hier ist wieder so eine Ekelanomalie und Strom, Blitzkasten. In der echten Welt ist das ein Blitzer wahrscheinlich.
Und da ist so ein scheiß Abschlepper. Kommen wir hier rein? Nee. Wir müssen gucken, ob hier Loot ist. Warum ist er jetzt vor mir weggerannt? Okay. Also wenn die Viecher hier im Ödland vor einem wegrennen, weiß ich nicht. Oder hat er jetzt mein Auto gesucht? Erstmal das Auto irgendwie ein bisschen einräumen. Zustand 12. Ja komm, dann fresse ich gleich die Notration weg. Aua! Ey, ich hab den Kofferraum gar nicht lackiert, oder was? Wow, was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Wieso ist jetzt hier dieser Ekelnebel? Bleibt der für immer? Okay, Kacke. Ich glaube, wir müssen hier weg. Boah, der Anker ist ziemlich weit da hinten drin, ne? Da zieht jetzt gerade irgendwie ein Sturm an mir vorbei. Ich glaube, wir fahren weiter, oder? Einfach abwarten. Kann ich den im Auto abwarten? Also hat mein Auto genug Kraft, um dagegen anzukommen? Ich meine, wir sind ja schon Stählern. Alter, guck mal, der zieht genau an mir vorbei, der Kacksturm, hä? Oh, da ist noch ein Anker. Da ist noch ein Anker. Aber Samantha hat gesagt, ich darf den Anker nicht mitnehmen. Und was Samantha sagt, ist Gesetz. Weil wenn ich den jetzt mitnehme, kommt wahrscheinlich ein dicker Sturm. Und ich habe echt ein bisschen Schiss vor einem dicken Sturm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich jetzt den zweiten Anker mitnehme, dann wird die Welt doch aggressiv, oder? Und hier ist, sieht's aus, als wäre ein großer Berg vor mir. Soll ich den mitnehmen, den Anker? Oh, guck mal, und hier ist noch so ein... Aber da ist eine Anomalie dran, da komme ich jetzt nicht rein. Nimm ihn mit, das geht schon. Naja, ich
ich rieche euren... eure Freude daran, dass ich draufgehen werde auf fiese Art und Weise. Dumm, 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 dumm. Nimm dich in Acht bei den Puppen, die bewegen sich auf dich zu. Immer wenn du dich wegdrehst, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, immer auf der Straße bleiben, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, lachender Smiley. Ja, ich sehe schon. Ihr freut euch zu sehr. Dingo, Alter, 20 Euro. Danke, Dingo. Das ist wieder mal ein Doppel-D. Doppel-Danke, Dingo. Mega nice, Dingo. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. So. On the road again. La, 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 la. Road again. Ich will gar nicht so viel looten eigentlich. Und bin schon froh, dass ich hier Anker habe. Zwei Stück. Wir fahren durch die Dunkelheit, machen unsere Backen breit und lassen einfach fallen, was fallen muss. Oh, guck mal, wie viel Zeug hier noch ist. Aber das ist ein aggressiver Abschlepper. Und wenn ich jetzt hier zu viel rumlunse, habe ich irgendwie Angst, dass mein Auto voll ist und... Oh, Kacke! Einfach auf der Straße bleiben, sagen sie. Mach ich doch! Ich kenne mich noch nicht so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier alle... ob sich das lohnt, die Dinger alle zu zerkloppen. Weil ich ja noch in ein zweites Gebiet fahre, quasi. Der Abschlepper mir was geklaut hat vorhin, weiß ich gar nicht. Weil ich fahre ja noch in ein zweites Gebiet und ich kenne mich jetzt noch nicht so aus und weiß nicht, ob sich das lohnt, jetzt hier alles wegzulooten. Und dann hinterher irgendwie im zweiten Gebiet keinen Platz mehr zu haben oder so. Weil jetzt fahre ich ja quasi das erste Mal überhaupt raus aus dem ersten Gebiet. Ein Straßenmusiker, Anomalie. Nimm mit, was geht. Genau da liegt das Problem, weil wenn ich jetzt auf der ersten Karte vielleicht schon mein ganzes Inventar voll mache, was mache ich dann in der zweiten Karte, wenn ich Dinge brauche? Dann habe ich entweder zwei Sachen. Dann habe ich entweder zu viel Loot und kann den Geilen nicht mehr mitnehmen. Oder ich muss den Alten wieder wegschmeißen, was bedeuten würde, dass ich Zeit verschwendet habe. Colossal Cappy is smack dab in the middle of where Sierra used to be. You can't miss it. Can't miss it. Okay, wo soll ich hin? Soll ich da hin oder was? Hier hin? Gut, da fahren wir jetzt erstmal die Straße entlang. Sierra. Driving straight towards the largest honking anomaly in the zone? You want to know if there's a speck of remnant energy in that car? This is how you do it. Na toll. You're using Cappy to amplify the remnant signal. That's insane. Die benutzen mich jetzt als Experiment, oder was? Driver, are you sure about this? They'll be fine. It's not fine. Look at those radiation spikes that Colossal Cappy's still giving off after all these years. To achieve any sort of resonance, the driver's going to have to get right up against Cappy. I get you, Francis, but Oppie's got a point.
Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Really? You're gonna take her side? This isn't about sides. That's a good plan. I won't risk someone's life just so we can log another remnant sighting. Also einfach die Straße entlang. I'm not risking anyone's life. That car's clearly been protecting the newbie. Something special's going on beneath that hood. Besides, where's your sense of experimentation, Francis? Thanks. But I'm quite content to leave killing someone out of my definition of an experiment. Manchmal habe ich das Gefühl, hier ist mehr Loot drin, wenn ich die Klappe aufmache. Das ist natürlich ganz individuell. Naja, wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Hallo Markus! Oh. Na egal, ich habe ja noch einen Apparat mitgenommen. Ich habe nur auch ein bisschen Schiss, dass mir dann irgendwie der Strom ausgeht. Der Markus ist da. Weißt du, so eine Kopflampe wäre voll geil. Ich glaube, das Wetter wird hier nicht unbedingt viel besser, oder? Naja, ich fahre erstmal weiter. Dum, 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 dum. Leicht lächelndes Gesicht. Dingo, habe ich Dingo eigentlich? Danke doch, ich habe Doppel-Dingo gesagt, ne? Geil, Doppel-Dingo, danke schön erstmal für 20. Und Commander Master Chief haut ganz sexy, elegant und mittelerotisch. Ja, komm, sind wir ganz ehrlich, voll erotisch. Haut er erstmal raus. So, was haben wir denn hier? Eine Rohrpostanlage. Da war eine Müllperle drin und das ist geil. Kann man die eigentlich kaputt machen? Oh, die kann man kaputt machen. Was gibt das? Gibt das irgendwas Besonderes an Loot? Oh, jetzt ist aber dunkel. Achso, ja gut. Ich habe eine Lampe zersägt. Das könnte vielleicht daran liegen. Der Kreis, ja. Mach den Kofferraum zu hier. Ja, stimmt, eine Taschenlampe haben wir auch noch. Benzin haben wir auch, also. Eigentlich dürfte es gehen, hä? So, hier ist so ein Apparillo, aber das ist nicht so schlimm. Dafür müsste unser Auto mittlerweile stramm genug sein. Aber da kann man sich auch irgendwelche Krankheiten einfangen, ne? Wenn man da irgendwie in so feuchte Gewitter reingeht. Da kann das Auto dann irgendwie Probleme kriegen. Es wird dann irgendwann dumm. Oder erstmal zu Big Dance. Na. Erstmal hier gucken. Oh nein. Wo ist denn mein Stößler? Habe ich meinen Stößler gar nicht mehr? Wieso ist mein Stößler nicht mehr da? Wo ist der? Ist der kaputt? Habe ich den komplett aufgebraucht? Oh nö. Da fehlt mir eine Gasflasche. Und zwei Zahnräder. Hatte ich nicht Gasflaschen gefunden schon irgendwo? Hier? Gaskartuschen. Oh, jedes Mal fehlt mir dieses Ding. Zahnräder könnte ich ja herstellen.
Das wäre nicht das Problem, aber Gasflaschen nicht. Ah, scheiße. Jedes Mal fehlt mir irgendwas. Wahrscheinlich in der letzten Zone gestohlen worden. Hä, wieso? Öffne doch den Kofferraum. Hä? Mögt ihr Bonbons? Honigbonbon? Ja. Kennt ihr diese Leute, die diese Minzbonbons mit Schokoladenfüllung essen? Das sind richtig geisteskranke Menschen. Das sind so richtig, richtig kaputte Leute. Hallo Farouk! Wir haben gerade von dir geredet. Oh Mann, ey, hat er mir einfach mein Gerät, mein Ding geklaut. Na komm, wir fahren einfach mal dahin jetzt. Moment, nein. Rechts diese Anzeige, die sagt, dass da ein Sturm kommt dann, oder? Oder was sagt die? After Eight Esser sind auch Psychos, ja. Donuts mit Käse, aber wobei, je nachdem was für ein Käse. Ich mag gerne diese großen Fruchtbonbon-Dinger, die immer in. Entweder sind die in so goldenen Blechdosen oder in so Gläsern. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal drauf zu, oder? Was soll ich machen? High Ground? Ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl. Grüße nach Bremen, Geronimo. Vielen, vielen Dank für 2 Euro im Superchat. Ich will da hoch. Oh, jetzt sind hier diese Idioten. Aua! Oh, oh. Car still not close enough to Cappy. What now? How about, launching the car into Cappy's core. I'm sorry. Was? It's simple.
the driver jumps the car into the heart of the anomaly. Na toll! And if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Anyway, it's like they always say. What's an experiment without some risk of total annihilation? Ja, klar. Wenn ich drin sitze, oder was? In no way, shape or form should we be doing this. Well, but you know, if it's the only way, you got this kid for it. Ich geh erstmal hier rein. Zahnräder gegen Dosen oder was? Ich habe meinen Stößeli gar nicht mehr dabei. Aber hier gibt's vielleicht noch Chemikalien. Deswegen gehe ich erstmal hier. Oh, Laborcomputer ist auch gut. Ein paar Chemikalien. Na, wieder ein zu früh. Quietscheente nehmen wir auch noch mit. Hier lag noch irgendwas auf dem Boden. Na, da habe ich keinen Stoßer mehr für. Da ist noch irgendwas. Ein Mülleimer. Eine Signalpistole. Was macht er da in meinem Auto? Hat die nicht gesagt, dass sie mir die Tür aufmachen kann oder so? Ach so, Knopf in dem Haus drücken. Habe ich mal wieder nicht gesehen. Hier ist noch ein Receiver. Immer gut, erst alles kaputt zu machen, hä? Ach, scheiße. Ah, hier. Anytime now, Avi!
Wow. Boah. Can you hear me? Cappy fried my transmission systems. Thought I lost you for a moment. Well, it all worked out, didn't it? The gateway got you out, and it looks like the ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And my plan worked. Cappy amplified the car signal and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Unfortunately, what they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. Sorry, I don't have better news for you. I'm still game to get you out of here. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Das ist okay. Ich würde echt gerne so ein bisschen... None of the routes you've mapped so far leads to a way out. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. Kartiere neue Straßen. Okay, also können wir gleich erstmal wieder hier. Naja, okay, wir räumen erstmal auf, sortieren uns erstmal, gucken, ob wir reparieren müssen oder so. Wahrscheinlich. Aber da kann ich doch auch das Ding hier nehmen. Können wir hier so ein bisschen... Okay, das war jetzt mal wenigstens so ein bisschen Plot. Das packe ich hier oben mit rein. Und das Ding packe ich hier mit rein. So, dann haben wir das schon mal. Dann... Dass er da aber dann nicht automatisch weiterspringt. Aber wir hatten ja direkt zwei Apparate gefunden. Daumen ist da. Geil, Dennis. Moin. Wieso? Ich habe doch Aufkleber auf der Motorhaube. Oder sind die abgegangen? Nö, die schwarzen Streifen. Die haben wir drauf gemacht. Weil wir schwarze Streifen haben wollten. Damit der Bumblebee-mäßiger aussieht. So, nutz den Erste-Hilfe-Schrank, um deine Wunden zu versorgen. Ach so, ja, okay. So, aber hallo. Nee, leuchte UFOs. Ja, dann sind aber die schwarzen Streifen weg, oder? Wir haben nicht mehr so viele leuchte UFOs. Irgendwie haben wir nur noch... eine begrenzte Anzahl Batterie. Alter, hat es ganz schön mitgenommen. So, die alte Zapfpistole. Zapfen wir den Karren erstmal voll. So, dann gehen wir wieder an unseren Freund, die Kotzenmülltonne. Das war's? Eine läppische Flasche Chemikalien? Aha. Aha. So, siehst du. Kupferdraht, Konserven. Oh, jetzt gibt er aber Gas. Wenn man ihn öfters mal ein bisschen streichelt, ne, dann gibt er doch schon ein bisschen Gas, muss ich sagen. Ne. Jetzt haben wir ihn leer gelutscht hier, den alten Müllcontainer. Und zack, schon wieder die Tasche voll hier. So, das hier reinräumen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz, gell? Ne, die Muschel will ich wieder haben. Die Müllmuschel, aber die Zahnräder können wir mit da rein tun. Aber die Müllmuschel nehme ich mit.
So. Wir haben noch Signalpistolen. Fackeln packe ich jetzt erstmal da rein. Ist, glaube ich, besser, wenn man einfach das mitnimmt, was man dann braucht. Oh, Stahlblech, Alter. Jede Menge Stahlblech. So, Achso, jetzt habe ich ja wieder Zeug in den Taschen. Warum mache ich es denn? Immer, du hast hier immer Zeug in den Taschen im Spiel. So, haben wir das jetzt erstmal. Fackeln brauche ich jetzt noch nicht mit einpacken. Da nehme ich gleich eine Taschenlampe mit. Wenn ich wüsste, wo die gelandet ist. Wo habe ich die Taschenlampe hingetan? Ich hatte doch eine, oder? Könnten auch Signalpistolen einfach mal mitnehmen. Der Habicht, einen wunderschönen... Achso, Tatort. Stimmt, hast gesagt, das kannst du deiner Frau nicht antun heute. So, Verschrotter bauen wir, Impulshammer bauen wir, wiederverwendbare Fackel bauen wir, ein Reparaturkit bauen wir. So, das ist jetzt erstmal das Grundpaket. Jetzt gehen wir mal mit dem Reparaturkit kurz ein bisschen... Er hat vorne wahrscheinlich wieder abgekriegt, ne? Ach, Geronimo, mein Pile of Shame ist so riesig. Von den 1500 Spielen, die ich in meinem Steam-Account habe, habe ich vielleicht 1000 gespielt. Der Rest liegt brach. So, das ist ja okay, ne? Da haben wir die Taschenlampe drin. Na toll, jetzt haben wir wieder zwei Taschenlampen. Naja, macht ja nichts. Die beiden können wir ja drin lassen. Wobei, Taschenlampe kann ich auch mitnehmen. Nehme ich ja sowieso in die Hand dann später, ne? Macht also keinen großen Unterschied. Ist das nicht so? Ja, doch. So, Impulshammer, das Ding haben wir, das Ding haben wir. Brecheisen. Gehört halt zur Standardausrüstung, ne? So. Ja, die Scheinwerfer. Ich überlege gerade, ob ich den hier mal tausche, den primitiven. Ob ich einfach zwei neue Scheinwerfer baue. Oder einen zumindest. Was brauche ich dafür eigentlich? Gasflaschen, jede Menge. Konnte ich nicht irgendwo Scheinwerfer bauen? Aber nur primitive Scheinwerfer. Kann ich das leveln und coole Scheinwerfer bauen? Wieso habe ich nur 1,6 Klim, Alter? Ich habe doch zwei Anker gesammelt. Müsste ich eine Leiterplatte für bauen? Ist der Befreier? Ist der ein Upgrade vom... So, machen wir es. So, jetzt kann ich... Fehlen mir Glühbirnen. Glühbirne kann ich ja herstellen. Scheinwerfer. Na komm, ich baue jetzt erstmal einen Scheinwerfer.
ist ja egal, irgendwann werden wir es brauchen. Und noch ein Reparaturkit für den anderen Scheinwerfer. Nehme ihm mal sein Schielauge jetzt hier weg. Und kriegen wir ein paar Fackeln raus. Die Heckklappe noch gelb machen. Ja, stimmt. Müssen wir auch noch machen. Hm, wo ist die angebrochene Farbe hier? So. Machen wir das mal eben. So. Nee, rein in den Schrank bitte. Dann den Scheinwerfer hier vorne. Oh. Falscher Knopf. Na, also wenn das mal nicht ausschaut, gell? Aber der Schein... Ich muss den reparieren. Weil ihr seht ja, was passiert, wenn man kein Licht hat, dann... So. Den alten Butzi hier voll machen. Tschüss, Karl. Was? KI-Möglichkeiten in der Medizin. Ja, aber wie willst du denn einen Bruch einfach so mal eben schnell wegheilen? Das ist ja unmöglich. Da kann ja die KI noch so schlau sein, aber... Und wenn es dann um irgendwelche Nanobots geht oder so, das wären ja zu unserem heutigen Stand der Technik, wären das ja Millionen von Geldern, die für eine kleine Verletzung von Person XY genutzt, ne? Muss ja auch immer Geld effizient sehen. Glaubst du, jemand würde Hunderttausende bezahlen, um dir deinen Bruch schnell zu heilen, wenn du jetzt die Kohle nicht hast? Wäre ja Quatsch. Ich habe ja auch bei einem Bruch, der Bruch oben, also nicht der, ich habe ja Schienbein, Sprunggelenk und Wadenbein. Der im Wadenbein war ja so gerade und glatt durchgebrochen, dass da gar nichts dran gemacht wird. Es wird einfach gewartet, bis es wieder zusammenwächst. Warum sollte man da Geld für ausgeben? In der Medizin ist ja auch immer Kohle. Es wäre natürlich alles schön, wenn das so wäre, aber da reden wir von Sachen von in ein paar hundert Jahren. Mag sein, dass Nanobots dann, ne, in 500 Jahren so günstig sind, dass du die irgendwie am Kiosk kaufen kannst. Ne? Ja, wann kommt einer? Das, wird wahrscheinlich nie passieren oder zumindest nicht höchstens für Jeff Bezos oder so. Kann ich das nicht umsortieren? Doch, kann ich. So, jetzt haben wir doch Platz für eine Glühbirne, oder nicht? So, warum macht er das denn nicht selbst, der Arsch? Haben wir doch viel mehr Platz. Nein, ich wollte das... Ne. Ah, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Aber guck mal, so haben wir doch. So kriegen wir noch ein bisschen mehr Platz ins Regal hier. Den Rest behalte ich mal. Fackeln. Sollen wir noch eine Fackel mitnehmen? Wie kann ich denn einzelne Fackeln mitnehmen? Was ist jetzt passiert? Wieso? Ich wollte nur eine Fackel. Toll. Gut gemacht, Kreis. Großes Regal lohnt sich. Lohnt sich wirklich, ne?
Aber haben wir noch Klim dafür, ist die große Frage. Hätten wir sogar, aber brauchen jede Menge Stahlblech. Aber das Auto hat ja genug Stahlblech. Nice. Very, very, very nice. Ich verstehe nicht, ne? Wie man sagen kann, das Spiel ist nicht gut. So. Aber wozu habe ich jetzt die Fackeln? Eigentlich brauchen wir die Fackeln ja nicht. Wir haben zweimal Lampe dabei. Wir haben zweimal Lampe dabei. Scheiß auf Fackeln. Wobei, könnte ich mit den Fackeln auf die komischen Viecher werfen? So, müssen wir am Auto jetzt noch irgendwas machen. Das ist ja eigentlich repariert. Wir haben Offroad-Reifen. Wir sind stahlmäßig unterwegs. Ja, Georg, also ich persönlich würde es empfehlen. Ganz ehrlich. Samantha daddelt heimlich zu Hause rum. Ich verstehe schon. Ah, ja. Nee, aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Da steckt viel Liebe drin. So. Es macht schon echt Sinn, das Game. So. Nächste Woche stationär, aber kannst du dir denn stationär. Weiß ich nicht. Kannst du keinen Laptop mitnehmen oder so? Oder irgendwie so ein so Cloud Gaming. Ganze Nacht lang gespielt. Boah, ist schon viel weiter jetzt, ne? Deswegen hast du hier vorhin auch so gebackseated. Ich verstehe. Guck mal, hier kann ich jetzt gar nicht hin. Warum? Warum kann ich jetzt hier nicht hin oder hier? Ich könnte da hin. Da müsste ich aber hier durch extreme Bedingungen durchfahren. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier hin. Sorry, nein. Es war Sarkasmus. Ach so, wir wollten den Knüppel noch wechseln, oder? Ich bin für den Space-Knüppel. Ich bin ganz klar für den Space-Knüppel. Den mag ich irgendwie lieber. Der ist einfach fancy geil. Ist so dunkel, ne? Aber den Weg hier finde ich ja. Der Reuter Danny ist auch wieder da. Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe schon ein paar Mal die Handbremse probiert, aber die hat mir jetzt auch noch nicht so viel gebracht irgendwie. Nee, ich würde sagen, wir fahren hier lang, oder? Da war, ist kürzer, glaube ich. Der Baumkuchen, hallo. Ich habe jetzt was gesehen, was meine Welt grundlegend erschüttert hat. Was ich wirklich nicht wusste. Und ich gebe zu, ich bin einer dieser für viele ja Idioten-Menschen. Alter, hier ist ja gar nichts. Wo ist jetzt der Ausgang? Hä?
Ist ja gar kein Ausgang. Wie man Baumkuchen richtig isst, ja. Ich wusste das nicht. Also, was heißt richtig? Aber ich gehöre zu diesen Menschen, die haben halt diese Baumkuchen gekauft und dann so geschnitten halt. Aber man schneidet den ja so seitlich in Schichten von oben nach unten quasi, was irgendwie auch voll Sinn ergibt. Ja toll, jetzt muss ich mir einen Anker holen und mich direkt verpieseln, ja. Holy moly, holy moly, you kidding me was? Right now? Was, was? You saw it too, didn't you? Tell me you saw it too. You saw what? What do you mean, what? The hallucinations, like the ones from 1961. It happened again, just a quick blip, like blinking your... Wait, you didn't see it? I was in a total blackout. Colossal Cappy fried my systems. Right, because sending the driver head first into Cappy didn't work out like you said it would. Big surprise. Oh, spare me, Francis. The driver's alive and your remnants verified. Isn't that all you wanted? Now, why are you two yapping about the mass hallucination? When Cappy amplified the remnant signal, it triggered another hallucination event. But it only lasted 3 seconds this time. And not only that, we picked up that its source was northwest of us, specifically... Yeah, somewhere in the deep zone. That's impossible. It's been 40 years. Warum ist hier auf einmal Strahlung? Hab ich gesehen, Georg, ja, hab ich gesehen. Und manchmal, ich will auch manchmal nicht ghosten oder so, aber manchmal, dann sitze ich gerade auf der Couch, lese das und dann denke ich mir, ja, ich schreibe dann zurück und dann vergesse ich das leider oft. Ich bin da halt ein bisschen chaotisch unterwegs manchmal. We have a chance of nullifying the remnant and breaking its bond with the driver. A simple destructive interference. This is insane! After all this time, we find a remnant, lead on the mass hallucinations of 61, and a possible way to free the driver? Pinch me, Francis, because this is the best thing that's happened in decades, just when things were getting dull. The remnants were the key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I need to go. This is huge, Francis! We have so much work to do! I know, I've already pulled every report on the mass hallucination event. Driver, listen, you stay safe out there. We'll report back to you once we've gone through all of this data. There's a lot of it. And be careful. Oppie's not in her right mind, okay? So, watch yourself. Was ist das? Wo ist mein Auto? Alter, aber das hat schon eine krasse Grundstimmung. Kannst du mir sagen, was du willst, oder? Jetzt so dieses, ne, diese Abschlepper in diesem Nebel. Dein Auto steht da hinten, leuchtet dir so ein bisschen entgegen. Was ist hier los? Warum ist hier kein Ausgang? Müsste jetzt nicht ein Ausgang erscheinen?
Vielleicht brauchst du zwei. Jetzt ist die Strahlung schon wieder übelst hoch. Warum? Naja, hier im Auto geht's ja. Okay, fahren wir jetzt die Straße runter bis zu dem Haus, looten das Haus, fahren rechts runter und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Ausgang hinkriegen. Aus Hamburg! Mick Jigsaw! Bin jung. Und komm rein, du. Gönn dir noch einen kleinen Lütten. Geronimo, ich sehe Zukunftsdonations. Was ist denn hier los? Ist jetzt aber fies. Naja, wir haben jetzt die Offroads, das ist ja kein Problem. Da sind wir erstmal nur für Klim nach draußen gefahren, aber okay. Oh, oh, oh! Scheiße! Mitten auf der Straße elektrifiziert er mich hier. Wo ist denn das Haus? Hier soll doch irgendwo ein Haus sein. Das da? Alter, das ist... Alter, das ist... Die Dosen könnten wir eigentlich gleich alle fressen, ey. Weil... Jo. Weil ist so. Zwei Stück zumindest mal. Warum brennt Licht im Haus? Weil da Stroh rumliegt. Dumm, 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 dumm. Naja, da steht auch, bitte laden 0,6 Klim und wir haben nur 0,4 Klim. Aber dann bleibt mir auch nicht mehr viel Klim übrig. Viel Klimbim und die Tür hat jetzt irgendwie gerade ein blödes Problem. Na klar, und jetzt ist ja auch noch so ein Arschgebiet oder was? Was machst du an meinem Auto? Wie gehen die ab? Verschwinde!
Oh nein! Kacke! Muss hier weg. Wo ist die Straße? Oh. Alter. Okay, wir fahren aber erst noch mal. Warum ist denn jetzt? Das Radio ist von alleine angegangen. Ich weiß gar nicht warum. Bis zum Haus können wir noch fahren, oder? Ja, easy. Jetzt habe ich hier auch noch Strom in der Tür irgendwie. Okay, wollt ihr Musik? Ist aber zu Ende jetzt. Ende Musik. So, und dann würde ich sagen... Aber ganz entspannt hier. Guck mal, mein Navi ist auch irgendwie daneben. Was war der? Wo, geht der? Ist der? Wir hupen! Aua! Das Auto hupt und... Die Anomalie-Disteln, ja. Boah. I owe you an apology. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is. And why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucination's paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Das weiß ich nicht. Die ist irgendwie die hat mich in der Anomalie fahren lassen. You'll need to for whatever you decide from here. Oh. Wollte schon vorher rein? Oh nein, Al Capone. Aber macht ja nichts. Gibt ja auch noch andere Sachen als Kreis im Leben. Viele, viele, viele andere schöne, wichtige Dinge. Alter, der spuckt einiges aus. Gesundheit, danke, 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 danke.
Ey, heute war aber schon viel, ne? Heute war 5 Videos, glaube ich, oder? Habe ich heute... Weiß gar nicht. Ich hatte heute... Nee, doch nicht, oder? Ich hatte Party Animals. Forest. Party Animals, Forest. Medieval Builder, Dönerbude, ja, und ein Stream, ein sexy Kreis fehlt noch, wir können einen sexy Kreis eventuell, könnten wir einen gleich machen, Geronimo hat nämlich einen Euro donated, aber dann war Chaos, deswegen konnte ich dafür gar nicht richtig Danke sagen, Enrico, was geht, naja, zocken, im Haufen, Leute. Komm. Komm, ja, okay. Ihr bettelt ja auch immer drum. Ihr bettelt drum. Einen Fußpanzer lösen. Maschallah, einfach der Hübsche. Kreis, wärst du Chaya, würde ich sagen. Ah. Mustang GT, einen wunderschönen guten Abend. Ich will auch einen Mustang GT haben. Ich hätte gerne einen. Repariere das Auto. Okay, warte. Alter, mir gehen aber schon wieder die Chemikalien aus, ne? Mir gehen schon wieder die Chemikalien aus. Dum, 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 dum. Dann klappt der sexy sicher. DK, ja, hast du ja gesehen. Er hat offensichtlich hat er funktioniert. DK, dankeschön. Nur das Nötigste. Das Ding ist halt einfach durch. So. Dann können wir eigentlich hier auch schon wieder anfangen reinzuräumen. Es war jetzt keine lange Tour, weil ich da die Abkürzung, also in die Sackgasse gefahren bin, nicht Abkürzung. Aber wir haben halt wieder zwei Klim. Materie, Zeug, Faxgerät. Ich würde gerne mal ein Faxgerät bauen, einfach, aber da brauche ich eine Leiterplatte für. Kann ich eine Leiterplatte irgendwie bauen? Ich habe die doch freigeschaltet eigentlich. Faxgerät, jetzt kann ich endlich Steuern machen. Fragment einer Übertragung. Eine weitere Tragödie nimmt im Lauf. Heute verschwand das insgesamt 6. Flugzeug im Luftraum über Olympia Halbinsel. Es ist ein weiterer Tag mit ungewöhnlich starkem Nebel, nachdem der Himmel morgens
Erfahren örtlichen Piloten Michelle McKay, okay. Datum unbekannt. LB Inventar öffnen. Was geht damit? Was kann man damit machen? Kann ich da diese... Warte mal, hatten wir nicht so komische Dinger? Kann ich das da irgendwie reinmachen oder so? Aber wo habe ich die anderen hingetan? Hatte ich nicht viel mehr davon? Von diesen Sitzungsprotokollen? Da hatte ich doch mehr von. Wo sind die denn hin? Oder habe ich die weggeschmissen oder... Ich bin der Meinung, wir hatten mehr davon. Keine Ahnung. Naja, ist irgendwie nice to have, aber ne? Gumba Junge, gute Nacht und Smoke geht auch, gute Nacht. Materieregen, ja. Eine körperliche Ertüchtigungsmaschine. Dieser Korb hat großzügige Maße. Wie schwer kann es schon sein, ein paar Punkte zu erzielen? Will ich haben. Will ich haben, ob man das jetzt braucht oder nicht. Was passiert hier? Ah! Ein Basketball. Oh. Na toll. Die Seitenhalterung ist irgendwie verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Und wir konnten die überhaupt nicht einbauen. Hallo Jato. Das Ding lag ja hier, ich hatte es ja hingelegt, dann sind wir losgefahren, als wir wieder kamen, war es weg. Erst das Seitengestell bauen und dann die Seitenhalterung, was? Aber... Hier, oder was? Nee. Guck mal hier, richtige Geländereifen. Paddelreifen. Pannensicherer Reifen. Seitliches Gestell. Aber das hatten wir doch gebaut, oder nicht? Wir hatten doch das seitliche Gestell gebaut. Habe ich gar kein Stahlblech jetzt mehr für. Aber ich habe einen Basketballkorb. So, das Auto ist ja so halbwegs. Ist ja so, kann man ja machen. If you're ready to do this with me, here's a spot of good news. Na toll! You're completely helpless when it comes to the instability. Back when the zone was active, we built ways to get where we needed to go. I need you to head back towards Sierra. But don't worry, I won't make you jump into Cappy again. When you're feeling up for it, take the route back to Sierra. I'll tell you what's next once you're there. The mass hallucination. I can't believe it happened again. I can't believe I missed it. Schau mal in den Werkstattsauger. Vielleicht findest du ja... Es gibt einen Werkstattsauger? Wo? Was? Das Ding hier, oder was?
Nee. Welcher Werkstattsauger denn? Haben wir einen Staubsauger hier? Der Sauger ist in dem Raum mit den Skills. Oppis Rohrpostsystem. Hier. Vargas Autosauger. Mein, aber nee. Dein Kanal teilen tu. Ja, Geronimo, was heißt? Dann sehen es vielleicht mehr Leute und der ein oder andere wird dann Zuschauer und guckt dann. Ansonsten verdiene ich da nichts dran. Schau in die Tonne rein. In welche Tonne denn? Das Ding hier? Basketball, seitliches Gestell. Jawollo. Aber das kann ich jetzt... Kann ich das an... Wie... Wofür ist denn das seitliche Gestell jetzt? Wo kann das denn hin? Oder kommt das hier oben irgendwo drauf? Oder... Hinten an die Seite. Ah! Und wofür ist das jetzt gut? Wäsche trocknen, Tasche dran machen. Ach so. Könnte ich da dann, da könnte ich dann zum Beispiel das Ding vielleicht dran machen, oder? So, Rucksack haben wir mal aufgemotzt. Komm. Ein Ventilator für Batterieladen, das ist ja cool. Wo gibt's das Zeug? Ist es dann irgendwo hier oder da? Ah, ja, okay. Rücksitztank. Benzin. Ach so. Was ist das hier? Es handelt sich aber nicht um einen schlechten Wortwitz, sondern um ein sorgsam kalibriertes Gerät, das pro Sekunde... Ach so, und wenn da Viecher an meinem Auto sind, aber das kostet...
Energie. Okay, okay, verstehe. Okay, verstehe. Ich lerne dazu, ich lerne dazu. Hm. Ja, hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Brauche ich das im Auto? Naja, lassen wir es erstmal drin. Gegen die kleine Arsch, wo immer Auto verrückt macht. Das klingt so dermaßen niedlich. Oh Mann, das klingt sweet. Guck mal, von hier müsste ich doch da hinkommen, oder nicht? Weil hier kann ich gerade nicht hinfahren. Nein. Abbruch. Abbruch. Wie kann ich die Strecke nochmal abbrechen? Abbruch. Ich will dahin. Ach, jetzt habe ich die Scannerladung. Okay. Egal. Fahren wir jetzt erstmal dahin. So, Kacke. So, los geht's. Ich will raus. Ich will raus auf die Straßen. Nein. So. So. Also das heißt, ich muss gar nicht zwingend. Ah, okay. Aber wir fahren jetzt erstmal dahin. Das ist wie ein Tattoo, das muss überlegt sein. Das Lenkrad ist nice. Für im echten Leben, im Alltag ist diese Form von einem Lenkrad total unnötig und dumm. Ja, guck mal, ich kann sogar weiterfahren, theoretisch. Und hier herrscht ewige Stabilität. So, schauen wir erstmal. Okay, fahren wir erstmal da lang. Könnten wir uns hier vielleicht schon einen Anker mitnehmen? Was ist das denn da für eine Karre? Kann man das scannen hier, dieses Fahrzeug? Nö, doch. Aber außer tanken kann ich hier nichts, oder? Ja doch, da war irgendwas. Achso, ne, war nur... Der Tanklaster an sich, aber guck mal, der hat doch hier eine Tür. Vielleicht bin ich auch nur nachtblind. Das kann auch sein. Ja, man, eigentlich ist es gedacht, dass man sich dann hier so Fackeln hinwirft und so, ne? Und bei euch kommt es heller an als bei mir. Mein Monitor ist dunkler als mein OBS sendet quasi. Boah, ich muss ein Klim reinladen. Ein Klim ist viel. Alter, was zur Hölle ist denn hier los?
Diese Art von Party gefällt mir überhaupt nicht. Anlauf und durch, dann geht das ganze Auto kaputt. Und ich will nicht Auto kaputt. Ich habe auch Content ohne das Auto kaputt. Ich habe ja meinen Elektropullover an, dann kriege ich vielleicht weniger Schaden. Irgendwie nicht. Jetzt in die Richtung, würde ich sagen. War das ein gepanzertes Auto? Gehen wir doch noch mal ganz kurz. Oh, hier ist super viel Ekel. Was ist alles Stahl hier? Lal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 
Keine Ahnung, wozu der Schweißbrenner ist. Aber das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Naja, aber ich muss erstmal hier eine kleine Blase finden. Nein, nein! Auto! Das Auto! Oder irgendwas fürs Faxgerät. Das ist was nicht mal auf dem Radar ist. Ist das irgendwie wichtig? Kann man das scannen? Nö. Holger, ich hab Nvidia. Ich hab Nvidia drin. So. Boah, wir haben erst 0,4 Klimsen drin. Also geht's jetzt hier nach links, würde ich sagen. Gehen wir hier hin und finden noch mehr. Aber ich habe schon relativ geilen Loot gefunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Boah, muss ich jetzt hier echt durch den Wald? Naja, rein theoretisch müsste ich nicht, ne, aber ich mach das jetzt einfach. Da sind ein paar blaue Britzel, aber kommen wir gut drum rum. Kommen wir gut drum rum. So, da hinten müsste der Anker stehen, oder? Irgendwo in die Richtung, ja. Da steht ein Anker. Ey, was ist hier los? Warum roll ich? Ob hier irgendwas steht noch zum Einsammeln. Mein Po ist wirklich schön. Fahr immer hart Fahrrad. Siehst du? Sag ich doch. Richtig knackiger Lunser. Der Geronimo. So, was haben wir denn da? Ein Rucksack mit Sachen. Hier ist wieder so eine Tauschmaschine. Ein Receiver. Also das ist auch so ein Ding. Mein Vater, der sagt dann,
Der Receiver, aber zum Wi-Fi sagt der Wi-Fi. Das ist auch so ein richtiger Experte. Dum, 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 dum. Wer macht da dummen Krach wieder? Dumm, dumm, dumm. Der Heberli. Der alte Ghostbuster. Dankeschön, Heberli, für 5 Schwitzo-Franken. Was war das denn? War das ein Felsen oder ein Gebäude? Heißt doch auch Beefy. Boah, wir brauchen noch mehr. Dann müssen wir noch dahin. Schon so ein bisschen rutschig hier. Wow, wow, geht weg! Geht weg! Hört auf, mein Auto verrückt zu machen! Mein Auto rollt davon, sehe ich gerade. Ne, geht noch. Ach komm. Reiß raus hier, die alte Plunze. Oh Gott! Stehen auf einmal diese Puppen, leck mich am Arsch, Alter. Ich habe mich eingestuhlt gerade. Verzieht euch von meinem Auto! Heute stehe ich hier so ein paar Zentimeter zu nah am... Okay, warte, das heißt, ich fahre ungefähr hier hin. Der steckte da halb im Boden. Da wäre ich jetzt so reingerannt wieder. Oh, hier steht voll viel Zeug zum Zersägen. Aufmachen. Chemikalien. Gasbuddeln. Ist hier nichts drin? Nichts drin. Alter, wir haben hier richtig üblen Bereich mit ekliger Strahlung. Hier stehen. Hier sind überall diese Puppen im Boden. Krieg so ein bisschen Kotzreiz. Puh, so ganz leicht. Okay, okay. Wir fahren jetzt einfach zu dem markierten Punkt hin und scheißen mal da auf den Plasma-Arsch, der da noch ist. Ich bin dann doch schon ziemlich ramponiert und hab ein bisschen Schiss, weil hier irgendwie... Naja. Was ist jetzt los? Irgendwas britzelt hier. So,
Einmal bitte auf die Karte. So, da muss ich mich vorher aber umdrehen. Wir drehen uns vorher um. Wir drehen uns vorher um. So, und wenn wir jetzt über die Straße fahren, müssten wir ja eigentlich zumindest schon mal in die Nähe kommen. Ah! Was ist jetzt los? Ich war ein bisschen nah, glaube ich, an dem... Okay, okay, wir sind safe, easy, easy. Es macht einfach Bock. Mir macht's auf jeden Fall Bock. Jetzt hocken wir auch morgen weiter, definitiv. Nur heute kann ich leider nicht bis spät in die Nacht. Well, once you get that unfortunate driving under control. Heute kann ich leider nicht, oder die ganze Woche kann ich immer nur meine Standardzeit so bis 23 Uhr plus minus. Leider. Aber egal, wir zocken morgen, übermorgen auf jeden Fall definitiv noch dieses Spiel. Da könnt ihr euch auf jeden Fall einen drauf lassen. So, aber wir hatten eigentlich prinzipiell, finde ich persönlich, ganz geilen Loot. Guck mal, wir haben so ein paar Farben. Wir hatten sogar irgendwo so ein Verschönerungsding. Ja, siehst du, guck mal hier. Ah, oh, herrlich, herrlich. Mal gucken, was das ist. Bauen wir erstmal hier, schicken wir erstmal hier in den Schrank. Wie ging das nochmal? Achso, ach, es ist noch im Auto, klar. Ich räume erstmal hier mein... Irgendwas piept hier. Das Ding kann ich ins Faxgerät stecken. Fragment einer. Manchmal denke ich, ich sollte davon ausgehen, dass meine Nachrichten ankommen. Vielleicht ist der Gedanke etwas verrückt, aber er hilft mir, nachts zu schlafen zu können. Ja, Steady Podcast, habe ich ja gesagt, der schiebt sich ja immer so jetzt irgendwo Richtung zwischen Montag und Mittwoch, wie ich es dann am besten schaffe. Ein kleiner improvisierter Schweißbrenner, der mit Dellen und kleinere Schäden an Metallteilen repariert werden könnte. Ist nicht robust genug, um lange durchzuhalten, macht unterwegs grundlegende Reparaturen möglich. Mhm. Mhm. Nicht schlecht. Also ist das eher so ein Unterwegs-Ding, was wir vielleicht für unterwegs einpacken sollten? Die Stahlstoßstange ist jetzt die Frage, packe ich die in den Schrank? Für später? Was sagt meine jetzige? Ne, oder fräse ich die kaputt? Aber die kann ich auch später noch kaputt fräsen, wenn ich will, ne? Ich glaube, ich packe die erstmal in den Schrank. Alter, die Kay hat die Millionen Schmeckel. Ja, guck mal da, der Reiche wieder. Platten kann mit rein, das kann rein. Boah, Farbe haben wir jede Menge gefunden. Packen wir doch mal ins Farbregal. Hä? Wo ist das Ding hin? Ist im Auto gelassen? Ja, habe ich. Warum habe ich es hier drin gelassen? Das Teil können wir, keine Ahnung, hier oben hinschieben. So. Der Riesenfluff. Was ist denn ein Riesenfluff? Kann ich den... So, der ist jetzt hier drin. Riesenfluff. Ah.
Ist das ein Pinguin oder? Oh, guck mal. Aha. So, Entschuldigung. Ja gut, ich weiß nicht, ich spiele das Spiel halt ein bisschen auf entspannte Basis. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie Kies das spielt, weil ich da, ich wollte mir nichts spoilern, deswegen habe ich auch nicht geguckt. Keine Ahnung, ob der viel... Aber da, hier, ich kann halt hier im Stream, kann ich in der Werkstatt hier rumhängen, kann mit euch quatschen, kann in Ruhe alles reparieren, machen, tun, vorbereiten. Ihr kriegt alles mit, so, ihr könnt ein bisschen mitbestimmen, ne... ein bisschen sagen, oh, das finde ich cool oder macht mal dies, probier mal das aus. Ne? Es ist, weiß ich nicht, mir als Stream-Projekt gefällt es mir einfach viel, viel besser. Weil ich glaube, dass man als Let's Play viel verliert, wenn man nicht alles zeigt. Und wenn man alles zeigt oder halt alles in Ruhe erledigt, dann was heißt schlecht reden? Also er hat es mir nicht empfohlen. Er hat gesagt, er findet es nicht so geil. Ist ja vielleicht jetzt auch nicht unbedingt schlecht geredet, sondern ihm passt es halt als Projekt schwierig, denke ich mal. Weil es halt wirklich was ist, was viel Zeit frisst, weil es sehr slow-paced ist. Und guck mal, ich habe jetzt 8 Stunden oder so in dem Spiel. Wir hatten letztes Mal 5 gemacht, heute 3. Und ich wette, Kies ist trotzdem schon weiter. So, siehst du, Venom legt sich auch schon auf die Seite. Ja, ey, heute machen wir auch leider nur so bis, ne, bisschen kürzer. Weil ich hab's auch das Mausi hier nächste Woche und so. Und, ne? Ja gut, was heißt, höre nicht so viel auf Kies, aber er hatte das Spiel halt 2 Tage vorher schon und hat halt gezockt und ich habe gefragt, wie ist es so? Und er meinte, ja, super langweilig, keine Cutscenes, kein nix und passiert nicht viel, irgendwie keine Gegner, man hat irgendwie keinen Druck und... Ja, Subnautica, weiß ich nicht, wir wollten eventuell ja mal so ein Koop-Ding machen mit der Koop-Mod. Der zweite oder der nächste Teil wird ja eh Koop, glaube ich. Guck mal, Loki vom Emsland, der geht jetzt auch ins Bett. Erste-Hilfe-Schrank, genau. Wir müssen unsere Wunden versorgen. Also, ihr seht schon, also jetzt, es hat im zweiten Stream jetzt schon ein bisschen angezogen. Es ist schon ein bisschen knackiger geworden heute. Wir hatten schon ein bisschen mehr Stress. Vor allen Dingen mit den Anker sammeln. Oh, ein kompletter Schredder drin gewesen wieder. Den packen wir ins Auto. Auf Ersatzbank. Ja, ich glaube auch, dass sich das Spiel noch ordentlich entfalten wird. Ich kratze ja gerade mal hier so an der Grundmaterie. Obwohl, repariere das Auto. Gut, viel Schaden haben wir ja prinzipiell nicht genommen heute. Ach, guck mal, dass da unten ist, weil ich jetzt einen größeren Rucksack habe, ne? Vergasermotor. Oh, die Tür hat es irgendwie zerrissen, hä? Vulcanoids! Ja, aber hat sich da was getan? Gibt es da neues Zeug?
Da kommen noch einmal hier auf die Stoßstange. Dann haben wir noch ein Kit übrig. Das müsste dann aber auch erstmal reichen wieder. 95% ist doch ein guter Bereich, in dem wir leben können, oder? So, jetzt wollte ich nochmal gucken, ob wir hier was Neues irgendwie... Man kann draußen rumfahren, ja, oder gechillt in der Werkstatt abhängen. Ja, wir chillen jetzt gerade in der Werkstatt. Aber guck mal, ihr seht auch so, jetzt kommt zu dieser 23-Uhr-Bruch, wobei immer noch über 400 Leute da sind. Das ist schon ziemlich geil. Daran sehe ich, dass euch das Spiel besser gefällt als ich alleine, weil wenn ich alleine irgendwas streame, wo das Spiel nicht so einen öffentlichen Andrang hat, dann sind nämlich nur 150 Leute da. Und jetzt erklärt ihr mir das mal bitte. Streamer ist wohl egal, hä? Wenn die Content-Sucht egal, ne? Ja, ja, ich verstehe schon. Ist okay. Nein, alles gut. Ich kann das nachvollziehen, ne? Ja, also wir werden hier auf jeden Fall rein dengeln, ne? Wir werden noch dengeln. Morgen machen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde. Ich werde es aber morgen nicht nochmal extra ankündigen. Das müsst ihr euch jetzt dann... Guck mal, weil hier diese knisternde Krabbler... Ah, aber ich habe diese komischen Igel noch gar nicht gescannt, oder? Jetzt da immer im Chaos, weil ich voll Schiss hatte, dass die mir das Auto kaputt machen. Seitliche Gestelle, seitlicher Stauraum brauchen wir jetzt auch noch nicht, ne? Hier geht es wirklich nur um Benzin. Ach so, wollten wir nicht dieses eine Ding herstellen? Hatte da nicht was gesagt? Hier, Materie-Regenerator. Nehmen wir das Ding mal. Und ich finde es so als Stream-Projekt auch ein bisschen schöner, weil ihr halt das Wachstum und so besser... Ne? Geil. Was ist das für ein Ding? Materie-Regenerator. Was kann ich damit jetzt machen? Dank raffinierter LIM-Technologie und... Kannst du bei Ausflügen ins Sperrgebiet Autoteile reparieren? Ach so. Das heißt... Moment. Das heißt, es wäre zum Beispiel, könnte ich jetzt einfach sagen, ich schraube das hier ab, weil ich habe ja jetzt zwei solcher Dinger hier. Jetzt habe ich die repariert. Aber rein theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich schraube den Scheinwerfer ab. Wenn ich jetzt noch einen zweiten finde oder so, leg den Scheinwerfer in den Materie-Regenerator und der wird dann repariert und ich kann dann erst mit dem neuen Ersatzteil rumfahren und so kann ich mir quasi reparierte Ersatzteile schaffen. Na, okay. Geronimo, dankeschön für 1 Euro. Voll geil. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Ganz viel Liebe. Okay, das ist echt ganz geil. Ein bisschen Musik in der Werkstatt, oder? Oh. Ist nur... Seitlicher Stauraum, seitlicher Benzintank. Plasma-Ladegerät, dafür brauchen wir labile Energie. So weit sind wir noch nicht. Handelt sich um...
Boah, da brauchen wir 4. Für den nächsten Motor brauchen wir 4. Ankerradar, die ne, ankerfrei sind. Aber wozu brauche ich das? Ich meine, die Anker werden mir doch auf der Karte immer angezeigt. Aber nur wenn ich vorher gescannt habe, ne? Nur wenn ich vorher gescannt habe, werden mir die Anker angezeigt, oder? Kann das sein? Oder finde ich dann vorher, kann ich dann einen Anker... Wozu ist das? Das ist natürlich jetzt, ne? Oder ich baue eine Leiterplatte und dann könnten wir schon mal eine verbesserte Antenne bauen. Prüfmodul. Dieses Upgrade der Meckermaschine gibt Feedback zur Krankheit. Okay. Bräuchte ich mehr Gasflaschen für. Boah, da kannst du Ankerenergie eintauschen. Das ist voll krass, aber das ist noch sehr weit weg. Hier bräuchten wir noch einen größeren Spind, noch größerer. Pneumatischer Spind. Ein Autoteile-Spind. Was hier noch für geiles Zeug kommt, ne? Das wird ja richtig geil. Also was bauen wir denn jetzt am besten? Das ist die große Frage. Was bauen wir jetzt am besten noch? Der Blitzableiter. Kann ich dann mit dem Auto an diese Türme ranfahren und dann... Oder... Aber da muss ich ja trotzdem noch aussteigen. Ein Generator. Was für ein Generator denn? Stauraum sehe ich jetzt irgendwie noch nicht. Reifen sehe ich gerade auch nicht. Ein Bioscheinwerfer. Was ist das für ein Ding? Ich will das mal. Ich will das mal sehen. Ich Thermosaft. Okay, jetzt habe ich wenigstens die Blaupause. Jetzt habe ich wenigstens die Blaupause und dann seitlicher Stauraum. Aber guck mal, ich brauche eine Wackelwrack-Anomalie. Ich weiß gar nicht, was eine Wackelwrack-Anomalie ist.
komm. Lernen wir das noch? Die kann dir auch keiner mehr nehmen, bis auf einen Speicherfehler. Das kommt alles erst später. Glühbirnen bräuchte ich noch 4 Stück. Dann gehen wir morgen mit ganz viel Licht. Gehen die dann auch an? Nö. Warum geht das nicht an? Fähigkeit zu kleine Batterie, Panel mit der Handbremse verbinden. Ah. Alter! Aber es frisst viel Saft, hä? Da hat jemand getestet, wie oft sie 50 Euro spenden kann, bevor jemand einen Herzschlag kriegt. Grimy. Der Netzhautbrenner. Die schwarzen Streifen. Ziehen wir die jetzt durch oder lassen wir den Rest so? Dann sieht man das Auto so schön. Abend, Spezialist. Ja, wir sind so ein bisschen Bumblebee-mäßig heute unterwegs. Ja, aber die Puppen sind doch auch Touristen. Die heißen doch, glaube ich, sogar so. Heißen die nicht Touristen? Oh. Obwohl, ich kann ja eh speichern. Ich bin jetzt bei über 8 Stunden. Ich werde Kies schon fast durch. Kreis bekommt ja bei jedem Glorious einen Herzinfarkt. Ja, das stimmt allerdings. Mein Herz sieht wahrscheinlich aus wie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, wir zocken morgen weiter, oder? Wir zocken morgen weiter. Wir sind ja schon bei 3,5 Stunden. Ja, wir brauchen noch mehr Flutlichter. Dann mit der Musik und den Flutlichtern, aber da brauchen wir erst eine stärkere Batterie und so. 20 Glorious hintereinander, das wäre ja... Sind 3000 Euro, überleg mal, Alter, wie viel Geld das ist. Das ist richtig. Auf jeden Fall machen wir morgen weiter. Ja, 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 definitiv.
Brauche ich ja gar keine Outro-Musik mehr. Es tut mir echt leid, aber heute muss ich... Ich muss jetzt die nächsten Tage ein bisschen pünktlich aufhören. Weil meine Tochter die Woche da ist und ihr wisst ja, wie es ist. Ne, die steht dann immer ein bisschen im Fokus. Und ich muss mich dann sehr früh morgens immer ums Mausi kümmern. Und das ist jetzt mit gebrochenem Bein, braucht das ein bisschen länger. Deswegen muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen früher aufstehen. Leute, morgen Abend treffen wir uns hier am wunderschönen Montag. Und weil der Montag so verhasst ist, werden wir uns morgen Abend ein bisschen schöner machen. Und werden uns hier wiedersehen beim sexy Stream, hoffe ich. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und erscheint wieder in hohen, zahlreichen Mengen an Menschen. Das wäre sehr toll, das würde mich sehr freuen. Und das bringt auch meinen Channel, meinen Content und generell alles bei mir so ein bisschen voran. Weil mein Leben ja auch irgendwie an das hier und an euch verknüpft wurde durch die Möglichkeit, die wir mittlerweile haben, um uns überhaupt so zu verknüpfen. Und das muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen wertschätzen. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle für diesen wunderschönen Abend, für die Unterstützung, für den Support, all die ganze Liebe da draußen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und kommt gut in die nächste Woche. Und wenn ihr Bock habt, sind wir morgen wieder da und machen ganz sexy und elegant hier weiter. Ich wünsche euch was. Macht's gut, schlaft alles schön, gute Nacht und reingehauen.